Das ist die 57. Sendung von Leben mit der Energiewende TV und wir senden live aus Berlin. Guten Abend, herzlich willkommen hier im Studio. Guten Abend. Dankeschön. Super gut besetzt, so muss es sein. Und ich habe gerade gesagt, 57. Sendung. Und ich möchte Ihnen gleich am Anfang unserer Sendung jemanden vorstellen. Und das ist Gerhard Werner aus Mannheim. Guten Abend, Herr Werner. Herzlich willkommen im War Room. Und Herr Werner, verraten Sie uns, wer Sie sind. Ich arbeite für den befreundeten Energieverein und deswegen habe ich natürlich anfänglich beruflich die Sendung mir angeschaut und habe dann gemerkt, dass sie sehr informativ sind und bin dazu übergegangen, die jeden Dienstag wie Heiligabend für mich. Oh, jeden Dienstag wie Heiligabend, da komme ich sogar runter zu Ihnen. So, jetzt, liebe Zuschauer, jetzt kommt die ganz entscheidende, zentrale und wichtigste Frage. Ich habe gesagt, wir sind die 57. Sendung. Herr Werner, wie viele Sendungen haben Sie eigentlich gesehen? Mehr, weil jetzt, ich weiß nicht, ob die Sendungen von der Demonstration als Sendung hier gewertet wurde. Oh, erzählt mit. Sagen Sie doch, haben Sie alle Sendungen gesehen, Herr Werner? Ja, klar. Das wollte ich hören. Er hat alle Sendungen gesehen. So. So. Wir beenden jetzt unseren Livestream, weil unser Zuschauer ist ja hier. Deshalb können wir uns die Kosten für die Live-Übertragung sparen. Ja, wir senden ja nur für Herrn Werner. So, jetzt kommt aber natürlich, kann ja jeder sagen, ich habe alle Sendungen gesehen. Ja? So, Herr Werner, jetzt machen wir mal einen Test. Ja? Nennen Sie mir bitte zwei Energieeffizienz-Spartipps von unserem Energieeffizienzberater Bert Schliemann. Das ist ja sehr schön. Also zumindest habe ich meinen Kühlschrank entsorgt mit einem separaten Gefrierschrank und habe mir dafür einen energieeffizienten geholt und habe dadurch 900 Kilowattstunden gespart. 900 Kilowattstunden? Also, das war ja auch mit dem, ja. Sehr gut, 900 Kilowattstunden durch Bert Schliemann. Noch besser wäre es natürlich, wer hat seinen Kühlschrank entsorgt, hat gar keinen mehr, dann sparen Sie alles. Wäre auch wieder ein Tipp für Bert. So, was hat Bert noch als Tipp? Ja, diesen Kühlschrank habe ich tatsächlich hergeschenkt. Also ich echt? Nein, das sollen Sie ja nicht machen. Was haben Sie? Oh nein, Haare raufen. Nicht Bert, das sollen, die Leute verschenken ihre alten Kühlschränke, die sollen ja nicht weiterlaufen. Es gibt Bedürftige, die, ja, wir haben es in den Sendungen auch schon gehört, dass es eigentlich nicht sein soll, weil die gerade sich die Stromkosten dafür nicht leisten können, aber zumindest haben sie einen Kühlschrank. Okay, wenn es Bedürftige gibt. Liebe Zuschauer, Herr Werner ist ja nicht in Mannheim zu Hause, sondern hier in Berlin. Sollte Ihnen in Mannheim ein Kühlschrank fehlen? Herr Werner ist nicht zu Hause. Die Adresse werden wir gleich eintiteln. Fahren Sie hin, schauen Sie, was Sie brauchen können. Noch ein Tipp, was hat Bert noch vorgeschlagen? Ja gut, natürlich die ganzen Energiesparleuchten. Der guckt die Erdmanns an. Genau, sehr richtig. Die ich natürlich dann auch nochmal abschließend dann ausgewechselt habe. Mhm. Bin gerade dabei, auch meinem Bruder das beizubringen. Ja, das war so bei mir noch zu tun. Das waren die Energiespartipps, die ich beherzigt habe. Es gibt natürlich auch noch viele mehr, die er selbst also überhaupt effiziente Geräte. Das und nun kommt klar. Die absolute Insiderfrage, die nur ein wirklicher Zuschauer, der immer guckt, beantworten kann. Mal sehen, ob er das kann. Was haben wir denn immer an Familie Erdmann zu kritisieren in der Sendung? Natürlich, dass sie immer noch ihre alten Glühbirnen haben. Jawohl! Er hat es drauf. Ihre alten Glühlampen, genau. Das ist vollkommen richtig. Und jetzt sind Sie live dabei. Toll, dass Sie unser Zuschauer sind. Toll, dass Sie zuschauen. Und jetzt geht's los. Hier ist der War Room. Ja, Menschen wie Gerhard Werner, die machen unser Projekt stark, das sind die Zuschauer. Es gibt noch andere, die unser Projekt stark machen, nämlich all diejenigen, die Filmvorführungen durchführen von meinem Film Leben mit der Energiewende 2. Und ich war gestern in Nordstetten und dort hat Willi Runne den Saal voll gemacht. Wir können mal Bilder von gestern Abend gucken. Also Willi Runne hat wirklich in Nordstetten, das ist in der Nähe von Hannover, also tief im Gabrielland, im Heimland, hat er gestern eine Filmvorführung veranstaltet. Wir haben wirklich tropische Temperaturen gehabt und es war, Sie können es gleich sehen, jetzt habe ich es falsch rum gemacht, so, Moment. So, und Sie können es gleich sehen, der Saal war voll. Wir haben einen Saal gehabt, 150 Zuschauer waren gestern Abend in Nordstetten
dabei und haben sich den Film Leben mit der Energiewende angeguckt, hinterher mit der Diskussion. Also Willy Runne ist der Sonnenkönig von dem Film Leben mit der Energiewende. Herr Runne, vielen Dank, dass Sie das vorbereitet haben. Er ist mit Flugblättern rumgelaufen. Er hat die Presse vorher informiert. Also es war eine super tolle Veranstaltung. Sie, Herr Runne, sind die Energiewende. Und dann wollte ich Ihnen noch etwas zeigen, worauf wir auch ganz stolz sind. Leben mit der Energiewende, die Schulversion unseres Films, hat in die Bibliotheken Einzug gehalten. Die erste Bibliothek hat jetzt mittlerweile, ist gelistet worden, und zwar in Renningen. In Baden-Württemberg, und dort kann man jetzt, Sie sehen, das ist wunderbar eingearbeitet worden, hier kann man jetzt neben allen anderen überflüssigen Filmen jetzt auch was Vernünftiges gucken, nämlich Leben mit der Energiewende, die Schulversion. Und das ist irgendwie ganz toll, dass der Film jetzt auch in den Bibliotheken zu haben ist. Also vielen Dank, wir breiten uns auf alle Fälle aus. Und ich möchte noch auf eine kritische Anmerkung eingehen von Jürgen Schorner. Der hat mir geschrieben, ich habe ja ab und zu Buchtipps oder stelle Sachen auch im Internet vor und ich erwähne immer Amazon. Und er sagt, ja, Amazon ist politisch auf alle Fälle auch in der Kritik. Nehmen Sie mal was anderes. Also bei der nächsten Vorstellung werde ich dann Buch.de oder irgendwas nehmen. Ich habe in der Sendung aber auch gesagt, dass es auch bei anderen Anbietern gibt, aber Amazon haben eben viele. Also es soll keine Werbung für Amazon sein. Wir haben auch nichts davon, wenn wir das Ihnen hier vorstellen. Also mir ist das irgendwie klar. Ich sage es aber einfach, weil eben viele Amazon verwenden. Andere gehen auch. Herr Schorner, vielen Dank für die Kritik und auch vielen Dank für die Kritik von anderen Zuschauern. Wir werden noch drauf angehen. Ich werde das auch irgendwie beantworten. Also schreiben Sie uns, sagen Sie uns, was Sie stört oder was Sie gut sind. Das ist total motivierend für uns, auch wenn es negativ ist, weil wir wissen, dass wir Zuschauer haben, die zuschauen. So, und beim Thema der Energiewende geht es ja auch immer so ein bisschen darum, dass wir sagen, es geht um Ressourcen. Wir versuchen, Energieressourcen zu schonen. Wir wollen eben nicht, dass Kohle, Gas und Öl verbrannt wird. Öl zum Beispiel auch, weil es für andere Prozesse für die Chemieindustrie zum Beispiel brauchen. Und die Schwierigkeit bei der Energiewende ist ja immer wieder zu sagen, eine Ressource kann auch knapp werden. Eine Ressource steht nicht unendlich zur Verfügung. Und Adjutant Simon Kruse möchte Ihnen jetzt ein Beispiel zeigen, dass eine Ressource auch wirklich mal knapp werden kann. Und zwar Wasser. Adjutant Simon Kruse jetzt. Oh, wir haben zu früh geklatscht. Da ist er, Simon Kruse. Herzlich willkommen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Seit 15 Jahren erlebt der Westen der USA eine dramatische Dürre. Und heute möchte ich einfach den Brennpunkt darauf legen und zeigen, welche Folgen es für den Westen der USA hat, welche Ursachen es hat. Und ich fange gleich an mit einem Satellitenbild, was die Jahre 1999 und 2013 miteinander vergleicht. Damit kann man ganz gut visualisieren, wie stark die Wasser oder die Ressource Wasser zurückgegangen ist. Und das ist jetzt hier der Colorado River im Norden und gleichzeitig der Lake Powell. Und da kann man das von der Kamera gut sehen? Ja. Da kann man eben ganz deutlich erkennen, dass der Colorado River immer weiter versandet. 1999 war das noch ein fruchtbarer Fluss und 2014 ist ganz deutlich zu erkennen, dass wirklich die Ressource Wasser schwindet. Und das Dramatische ist, können wir das nochmal genau auf der Karte zeigen, wo man das sehen kann? Zeig doch mal da drauf, auf die Versandung. Naja, hier im Norden kann man eben sehr gut den Verlauf des Colorado Rivers erkennen und dort kann man auch sehr gut die Versandungen erkennen, die auch schon den Lake Powell eben betreffen. Also und da, wo es so hell ist, sieht man, dass da kein Wasser mehr fließt. Genau. Also da ist gar kein Wasser mehr drin, nichts. Naja, gar kein Wasser stimmt natürlich nicht. Es ist natürlich immer noch Wasser vorhanden. Nur das Dramatische ist daran, dass circa 40 Millionen Menschen an diesem Fluss hängen, weil es eben die einzige Lebensader im Westen der USA ist. Darum hat der ganze Wasserschwund auch eine Dramatik mittlerweile erreicht, weil es seit 14 Jahren mittlerweile eine Dürre gibt. Nur ein kurzer Hinweis, wenn Sie sich gerade eingeschaltet haben, das ist nicht der Wetterbericht der Heute-Nachrichten, sondern das ist der Colorado River 1999-2014. Also der Fluss versandet.
Und vom Lake Powell selbst habe ich auch ein Bild herausgesucht. Dort kann man ganz deutlich erkennen, wo der Pegelstand 1999 war. Mittlerweile ist er dramatisch gesunken. Ich habe dazu auch zwei Zahlen herausgesucht. 2004 hatte er einen Inhalt von 33 Kubikkilometern und mittlerweile ist dieser Inhalt geschrumpft auf 12 Kubikkilometer. Das heißt, dass innerhalb von 10 Jahren sich dieser Bestand fast um 2/3 reduziert hat und dieser Schwund geht, das wissen die Forscher auch schon, die nächsten Jahre sicherlich weiter. Lass uns mal kurz nochmal gucken. Zeig doch bitte nochmal, wo die Wasserlinie 2004 noch war. Wo stand das Wasser 2004? 2004, das kann man hier an den hellen Abschürfungen eben sehr gut erkennen. Und die Reduktion sieht man natürlich auch am Wasserpegel. Und das innerhalb von nicht einmal 10 Jahren? Das sind keine 10 Jahre, wo der Wasserpegel so stark gesunken ist. Und Lake Mead, der ist auch bekannt wegen dem Hoover-Staudamm. Und der hat auch ca. 50% seiner Wassermenge verloren. Und dort kann man eben auch ganz deutlich erkennen, wo 2004 sich der Wasserpegel befunden hat und innerhalb von 10 Jahren dramatisch gesunken ist. Und das ist die Trinkwasserversorgung der Menschen in der Region? Naja, Las Vegas hängt zu 90% an diesem See. Die sind jetzt eben auch sehr stark am Wassersparen mittlerweile, weil die einfach wissen, wenn der See ausfällt, dann fällt eben Stromversorgung aus und gleichzeitig unsere Trinkwasserversorgung. Und das ist eben auch die einzige Möglichkeit in dieser Region, weil es eigentlich eine Wüste ist. Las Vegas ist in einer Wüste gebaut worden. Woran liegt denn eigentlich jetzt, was ist der Grund dafür, dass es dort weniger Wasser gibt? Dazu komme ich gleich noch. Okay. Also das mache ich im übernächsten Schritt. Ich wollte jetzt einfach nochmal das Forschungsprogramm kurz erläutern. Das ist nämlich sehr interessant, sitzt auch zum Teil in Potsdam. Es ist nämlich ein deutsch-amerikanisches Forschungsprogramm, genannt GRACE. Und mittels eines Satelliten wird eben die Grundwassermenge bestimmt, weltweit. Und dazu habe ich eben eine Karte der USA herausgesucht, die den aktuellen Stand darstellt. Und dort kann man eben ganz deutlich erkennen, dass der Westen der USA von einem dramatischen Grundwasserrückgang betroffen ist. Und natürlich auch teilweise die USA Gebiete hat, wo der Grundwasserpegel steigt. Das ist eben nicht die ganze USA betroffen. Also wir können sehen, all die roten Punkte ist der Rückgang. Das ist nicht automatisch trockene Region, sondern es ist einfach der Rückgang, wo das Grundwasser praktisch zurückgeht. Das mal zum Thema Fracking, wenn man mal sagt, auch wir machen Fracking, die Grundwasserbelastung ist uns egal. Wenn man überall sieht, wie das Grundwasser verschwindet, können die USA sich überhaupt nicht leisten, irgendeine Grundwasserbelastung noch zu akzeptieren. Und das Forschungsprogramm hat eben auch herausgefunden, dass von 2004 bis 2013 es insgesamt einen Verlust gibt von 65 Kubikkilometern Wasser. Als Vergleich habe ich dazu den Bodensee herangezogen, den größten See von Deutschland, der insgesamt 48 Kubikkilometer Wasserinhalt hat. Und das Schlimme auch an diesem Grundwasserverlust ist, dass 75% dieser totalen Grundwasserverluste eben nicht irgendwo Regenwasserverluste sind oder von Bergen Schmelzwasserverluste sind, sondern eben Grundwasserverluste. Das heißt, die ganze Region lebt von der Substanz. Und zu den Ursachen kann man ganz klar sagen, es gibt in Kalifornien zum Beispiel einen extrem hohen Wasserverbrauch, dort eben einen von 286 Liter pro Tag pro Kopf. Verglichen mit Deutschland ist das extrem viel. 120 Liter pro Tag pro Kopf. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, es gibt eben auch Länder in Afrika, wo der Verbrauch pro Kopf bei 20 Litern pro Tag liegt. Das heißt, selbst wir Deutschen verbrauchen schon dramatisch viel. Und der Hauptverursacher der Wasserverschwendung ist die Agrarwirtschaft in dem Westen der USA. Die haben einfach einen sehr hohen Wasserbedarf wegen der großen Hitze und der raschen Verdunstung. Und das größte Problem momentan für den Staat ist die unzureichende Kontrolle des Wasserverbrauchs. In den USA ist es total unüblich, das Wasser per Wasserzähler zu zählen. Und die dritte Ursache ist auf jeden Fall der Wasserpreis, der in den USA in Deutschland circa 4-mal so hoch ist wie in den USA. Dort habe ich dann eben die Wasserpreise für gewerbliche Kunden herausgesucht. Dort in den USA 47 Cent für 10.000 Liter pro 10.000 Litern
und in Deutschland 1,91 Euro für 10.000 Liter im Jahr 2010. Also wenn man den Wasserverbrauch der USA sieht, das ist ja das ideale Geschäft für Bert mit seinem Sparduschkopf. Ja? Also Bert, wo bist du denn? Bert, das ist doch ideal. Also 286 Liter pro Tag. Wir schicken dich jetzt mit 20.000 deiner Sparduschköpfe von deinem Chinesen nach Amerika und dann werden wir erleben, wie der Verbrauch auf 6 Liter pro Tag bei den Amerikanern gesenkt wird. Und das für einen Sparduschkopf für 3,99. Ja? Machst du einen Dollar drauf und dann bist du Millionär, Bert. Brauchst du nicht im Wallroom rumzukrebsen. Ja? Okay. Ich habe noch... Du bist gar nicht begeistert von meinem Vorschlag. Da fehlt die Begeisterungsfähigkeit. Okay. Ja, ich habe noch Interesse daran, das Publikum mit einzubinden. Hast du einen Sparduschkopf? Natürlich nicht. Oh, Bert, hast du das gehört? Ich habe so einen 70er-Jahre-Duschkopf, okay, mit vollem Strahl, der einem noch so richtig hier den Rücken massieren kann. Hast du das gehört? Strafkeller für dich, also auf alle Fälle. Ich würde mir niemals so einen Duschkopf oder so einen Ring da reinmachen, um da irgendwie meine Durchflussmenge zu begrenzen. Berlin hat ja auch einen besonders hohen Wasserdruck, das ist eigentlich auch besonders angenehm. Also so ein kleines Rinnsal möchte ich da nicht haben, auf keinen Fall. Also das muss man nochmal nehmen, vor allen Dingen mit dem Sparduschkopf mit der kaputten Oberfläche hinten drauf. Okay, aber weiter. Und vor der Sendung habe ich auch noch mal kurz mit Raimund drüber gesprochen. Der war nämlich in den USA gewesen auf einer Reise und ich glaube auch sogar in Las Vegas. Waren deine Eindrücke in den USA, dass Wasser verschwendet wird, gerade in Las Vegas? Ja, auf jeden Fall. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch eine kleine Korrektur machen. Auf deinem Foto, wo du den Höchststand des Hoover-Staudamms gezeigt hast, das war nicht der Höchststand von 2004, das war der Höchststand von 1983. Da ist der nämlich das erste und einzige Mal übergelaufen, weil die da irgendwie Missmanagement hatten in ihrem Wasser. Aber du hast schon recht, das Wasser war das jetzt? Lake Powell oder? Lake Mead ist das. Lake Mead. Da oben, wir haben das Bild nochmal, wir können das sehen. Also der Höchststand, das so hoch ist das nicht, ne? Das war 1983. Da ist der das erste und einzige Mal übergelaufen, weil die da irgendwie nicht mit der Schmelzwassermenge gerechnet haben und dann mussten die alle Schleusen öffnen. Und da gibt es auch so Notüberläufe links und rechts. Woher weißt du das? Weil ich da war. 1983, da hast du noch gar nicht gelesen. Nee, ich habe das... Aber ich habe das auch mal recherchiert, weil mich das im Voraus, bevor ich da gewesen bin, auch interessiert hat. Und ja, also das ist jetzt zu deiner Frage. Also in Las Vegas oder allgemein in den USA ist die Verschwendung sehr hoch. Das stimmt. Besonders in Las Vegas. Ich habe in diesem Bellagio Hotel geschlafen. Das ist das mit den Springbrunnen, das ist weltbekannt. Und ja, da sind auch Musicals und so weiter. Und das ist, also ich war im Februar da, die Temperaturen waren moderat, es waren 20 Grad. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man im Sommer da ist, bei, weiß ich nicht, 45 oder 50 Grad in der Sonne, dann verdunstet das ja da wahnsinnig. Und man muss das extrem nachdosieren, das Wasser in diesem Springbrunnen. Und das wird dann auch noch in die Luft gesprüht und es verdampft dann noch mehr. Also da wird überhaupt nicht drauf geguckt, dass gespart wird. Das wird einfach verballert, ja? Kann man so sagen. Da gibt es Golfplätze mitten in der Wüste, die werden dann begrünt. Und also das ist echt verrückt. Was machst du in Las Vegas? Gewonnen hast du auch nicht. Bist nach wie vor ein armer Student. Hat sich nicht gelohnt. Und falls Sie sich noch... Über den CO2-Ausstoß reden wir nochmal auf dem Flug nach Amerika. Ja, das ist ja schon wieder Personalakte minus. Kein Sparduschkopf. Heute totales Desaster in der Sendung. Zum Abschluss... Wir haben einen. Ihr habt einen? Ausrede. Was für einen? 6 Liter. Das ist kein Sparduschkopf. Das ist für Bert fürstliche Wasserquelle. War das bei Bert nicht 1,5 Liter? 1,3. Sekte! Oh mein Gott. Okay. Ja, und zum Abschluss, liebe Zuschauer, wollte ich noch zwei Artikel hervorheben, falls Sie sich noch weiter darüber informieren wollen. Du hast noch die Folgen vergessen. Oh mein Gott, das ist natürlich das Wichtigste. So, dann... Deshalb bin ich der leitende Offizier hier im Studio, um sowas natürlich zu regulieren. Deshalb braucht es mich hier. Naja, das Wichtigste hatte ich eben schon genannt, dass zum Beispiel 40 Millionen Menschen dort direkt betroffen sind im Westen der USA, dass sich die Kosten pro Jahr circa auf 2,2 Milliarden US-Dollar 2012, 2013 belaufen, um einfach die Folgen dieser dramatischen Wasserknappheit zu verringern. Und 16.000 Quadratkilometer Ackerfläche, das ist ungefähr die Fläche von Schleswig-Holstein, sind mittlerweile gefährdet. Und die Stromversorgung, darüber hatten wir auch gerade gesprochen, den Hoover-Staudamm zum Beispiel,
der ist natürlich dann auch gefährdet. Falls der Wasserpegel weiter sinkt und die Trinkwasserversorgung wird sich natürlich, je weiter das Grundwasser zurückgeht, auch dramatisch verteuern. Gut, alles klar. Und zum Abschluss wollte ich eben noch zwei Artikel dann noch für die Zuschauer dann noch mal hervorheben. Gott, jetzt muss ich das hier rüberziehen. Wenn du jetzt wieder über den Computer herziehst, landest du wirklich wieder am Strafkeller. Ja, das ist das totale Impro-Fernsehen hier gerade. 10 Minuten Zeit überzogen, nicht? Also alles hier. Alles ja. Strafe. Es ist nämlich so, dass das UCI, University of California, die haben dazu zu ihrer Studie einen Presseartikel gemacht und daraus möchte ich einfach auch einen Satz hervorheben, nämlich Stephanie Castle, die auch an dieser Untersuchung beteiligt war, bringt es auf den Punkt. This is a lot of water to lose. We thought that the picture could be pretty bad, but this was shocking. Das heißt, selbst Wissenschaftler, die eigentlich sehr nüchtern auftreten, sind mittlerweile bei einem Punkt angekommen, wo die sagen, es ist 5:12, wir müssen etwas tun, um den weiteren Wasserverlust zu verhindern. Und die National Geographic hat auch ein Interview gemacht mit einem Forscher, mit Jay Famiglietti, auch vom UCI. Und der ist wirklich dann am Ende dieses Artikels soweit zu sagen, if we jump off that cliff, there may be no safety net to break the fall. Es gibt also momentan noch kein Sicherheitsnetz, was die dramatischen Folgen dieses Wasserverbrauchs lindern kann. Ja, und das zeigt eben, diese Krisen, von denen gesprochen werden, die sind ganz real und die treffen eben auch ein und das sind nicht nur einfach Hingespinste. Hast zwar sehr lange überzogen, trotzdem. Vielen Dank, Simon Kruse. So, alles klar. Aber Simon, das macht nichts. Die überzogene Sendezeit, die lasst dich ja sowieso Bert wieder an. Er ist dann schuld, ne? Gar kein Problem. So, wir beschäftigen uns, ich habe das Hauptthema der Sendung, geht um die Frage der Atomenergie. Ich wollte das unbedingt machen, unbedingt jetzt noch, bevor das sich wieder alles weiter in den Herbst verschleift. Und zwar zur Frage, die Atomindustrie hat ja vorgeschlagen, dass der Staat die Atomkraftwerke übernehmen soll und auch die ganze Entsorgung übernehmen soll. Und damit beschäftigen wir uns jetzt gleich nach dem Trailer. Ich sage, es ist ein unmoralisches Angebot der Atomindustrie, einfach zu verlangen, dass der Staat, dass wir die Atomkraftwerke übernehmen und dass wir auch die ganze Entsorgung bezahlen wollen. Und dazu habe ich aus dem Umweltinstitut in München Christina Hacker zugeschaltet. Guten Abend, Frau Hacker, nach München. Guten Abend. Herzlich willkommen aus dem War Room. So, Frau Hacker, ich hoffe, Sie können uns hören. Geht das? Ja? Ganz gut hört, ja. Alles Sie klar. Mich auch? Ja, wir hören Sie auch sehr gut. Wir wissen, Sie sind dort in einem fern entfernten Land in Bayern. Frau Hacker, als Sie das gehört haben, dass die Atomindustrie sagt, der Staat soll mal jetzt bitte die Atomkraftwerke übernehmen und der Staat soll auch die Entsorgung der ganzen Geschichte übernehmen und dafür gibt es ein paar Milliarden. Was war denn Ihr erster Gedanke dazu? Mein erster Gedanke, wir haben doch gar nicht April, 1. April. Weil ich es eigentlich gar nicht glauben konnte, was das wieder für ein ungeheuerlicher Vorstoß ist, dass das tatsächlich ernst gemeint war. Aber leider musste ich feststellen, dass es wirklich ernst gemeint ist und wir müssen das einfach auch ernst nehmen, weil das Gefahr ist, die da auf uns zukommt. Mhm. Wir reden ja immer darüber ganz stark, wie so etwas zustande kommt, wie so etwas verhandelt wird. Und bei der Geschichte ist ganz interessant, das ist plötzlich in der Öffentlichkeit aufgetaucht, dass die Atomindustrie den Vorschlag macht, beziehungsweise dass sie schon im Bundeskanzleramt damit sitzt und verhandelt. Frau Hacker, haben Sie eigentlich mitbekommen, dass der Vorschlag überhaupt schon in der Mache ist oder waren Sie völlig überrascht? Also wir waren völlig überrascht und zwar ist nicht klar, das ist ja jetzt auch erst kürzlich rausgekommen, dass
spätestens seit Anfang dieses Jahres tatsächlich mit der Regierung verhandelt wird von den Atomkonzernen. Das war mal wieder eine geheime Geschichte. Es ist dann mehr oder weniger zufällig an die Öffentlichkeit gekommen. Dann war natürlich volles Dementi seitens der Regierung und das würde nie in Frage kommen. Und das allein hat schon verdächtig gemacht. Also da war die Skepsis bei uns auch schon groß, dass da was anderes dahinter steckt und dass die Regierung wahrscheinlich sich auf irgendeinen Deal mit den Konzernen einlassen wird. Ist das tatsächlich so, dass wir mittlerweile in einem Zustand der Geheimverhandlungen angekommen sind, dass selbst Organisationen, Institutionen wie Sie, die ständig an dem Thema dran sind, tatsächlich davon nichts mitbekommen? Das sind ja nicht nur wir als NGOs, sondern es sind ja auch die Politiker, also die Abgeordneten, die davon nichts wussten. Es sind ja diverse Anträge dann und Nachfragen von zum Beispiel von den Grünen, wie auch von der Linken, eingegangen bei den im Bundestag, die dann sich darüber informieren wollten. Also selbst die, die direkt an der Quelle sitzen, könnte man meinen, werden nicht informiert, sondern auch die müssen nachfragen und die müssen mehr oder weniger wirklich darum bitten, dass sie die Informationen bekommen. Es ist nicht nur da so, sondern wir erleben es ja zum Beispiel bei TTIP momentan genauso, dass einfach geheim verhandelt wird, weil die Befürchtung zu Recht da ist, dass die Bürger sowas nicht wollen, sich einmischen werden und das Ganze dann vielleicht zum Kippen bringen. Und das wollen sie natürlich nicht. Okay, mal eine ganz persönliche Frage an Sie. Ich weiß, Sie sind schon viele, viele Jahre daran aktiv. Wie nehmen Sie sowas persönlich? Ärgern sich? Trinken Sie dann Schnaps oder ein Bier oder gehen ins Bett oder schalten Krimi ein? Oder wie geht man mit sowas um, wenn man sich dann plötzlich so ärgert? Ja. Also Sie sagen ja ganz richtig, ich meine, ich bin jetzt seit 28 Jahren in diesem Geschäft. Wir haben uns ja nach Tschernobyl gegründet, das war der Anlass, das Umweltinstitut. Und da haben wir natürlich von da an gegen die Atomkraft gekämpft, kann man sagen. Also unser Ziel war es von Anfang an, die Atomkraftwerke abzuschalten, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, damit wir einfach dieses haben. Wir haben doch genug damit zu tun, selbst wenn sie abgeschaltet ist, werden wir noch viel damit zu tun haben, aber das ist einfach unser Ziel gewesen. Ja, wenn ich sowas höre, also in der Vergangenheit haben wir natürlich auch immer wieder Rückschläge erlitten. Wir hatten ja schon mal einen Atomausstieg vor mehr als 10 Jahren. Da waren wir auch schon etwas skeptisch. Also es war zwar so, dass wir das hingenommen haben, aber uns nicht ausgeruht haben, weil schon klar war, das müssen wir begleiten, das müssen wir beobachten, weil der Verdacht schon immer da war, dass das wieder kippen kann. Das braucht nur eine andere Regierungsformation sein. Und wir haben es ja auch erlebt. Es war ja tatsächlich so, dass dann 2010, also etwa 10 Jahre später, wir wieder eine Laufzeitverlängerung hatten, obwohl die Konzerne damals diesen Atomkonsens unterschrieben haben. Also sie hätten damals schon anfangen können, ihr Energiesystem umzustellen auf erneuerbare Energien, so wie es geplant war. Dann hätten wir dieses Desaster auch gar nicht. Aber sie haben halt darauf gepokert, dass tatsächlich eine andere Regierung kommt und sie doch ihre Gelddruckmaschinen weiter laufen lassen können, haben letztlich dann Erfolg gehabt, aber Gott sei Dank eben nur einen sehr kurzen Erfolg. Nach einem halben Jahr ist die Fukushima-Katastrophe passiert und eigentlich schon auf den Druck der NGOs, weil wir haben damals, also von Herbst weg, von Herbst 2010, wo klar war, das wird kippen, das Ganze, sind wir auf die Straße gegangen. Wir haben Demonstrationen gemacht, bundesweit, in allen möglichen Städten. 50.000 Menschen, mehr waren unterwegs und haben dagegen protestiert. Und ich glaube, das war schon auch der Punkt, warum dann die Wende kam von Frau Merkel. Also es war zum einen natürlich die anstehenden Wahlen, wo sie natürlich um Wählerstimmen auch gefürchtet hat. Aber es war gleichzeitig unser Druck, der die Leute auf die Straße gebracht haben und die wirklich zum Ausdruck gebracht haben, wir wollen keine Atomkraft mehr. Und das hat uns dann den zweiten Atomausstieg gebracht. Da waren die Konzerne natürlich verblüfft, damit haben sie mit Sicherheit nicht gerechnet und haben sich dann natürlich auch entsprechend kalt erwischen lassen sozusagen. Die Reaktion waren dann natürlich von ihrer Seite aus Klagen, Schadensersatzklagen gegen die sofortige Abschaltung und die hängen natürlich jetzt auch noch an. Und das ist ja auch ein Teil des Deals, den sie da jetzt mit dieser Geschichte vorgeschlagen haben, dass sie möglicherweise darauf verzichten, auf ihre Klagen, wenn denn die Regierung bereit ist, ihre Forderungen zu erfüllen. Und die Forderungen sind halt, sie würden gerne die Rückstellungen, die sie, noch nicht mal alle Rückstellungen, 30 Milliarden Euro wollen sie zur Verfügung stellen in einen öffentlich-rechtlichen Fonds, aber gleichzeitig mit der Bedingung, dass der Bund dann auch ihre Atomkraftwerke übernimmt. Das heißt also natürlich auch alle Folgekosten und alle Folgerisiken und sich damit dann einfach reinwaschen und damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und das geht natürlich gar nicht. Bleiben Sie bitte dran. Wir haben hier im Studio Ralf Henger aus unserem Leben mit der Energiewende-Team. Ralf, warum hat die Atomindustrie diesen Vorschlag überhaupt gemacht? Na, meiner Ansicht nach ist er zwingend logisch. Es ist zwar infam, was sie machen, aber zwingend logisch. Die Leute, wir haben es ja auch schon hier in der Sendung analysiert, die verdienen kein Geld mehr mit ihren normalen Kraftwerken.
Und sie müssen schauen, dass sie irgendwo wieder aus den roten Zahlen herauskommen. So, mit Atomkraftwerken können sie jetzt noch 8 Jahre Geld verdienen und dann kosten sie nur noch, und zwar mehr als diese 30 Milliarden. Frau Hacker, wie viele Milliarden sind es denn genau, wenn Sie sagen, die 30 Milliarden, die reichen gar nicht aus, das ist nur ein Teil dessen, was eigentlich zur Verfügung gestellt werden müsste? Also fällig wären bis heute etwa 36 Milliarden Euro. Aber das Problem ist eben, dass das Rückstellungen sind und eben keine Rücklagen. Das wird immer wieder verwechselt. Eine Rücklage wäre nämlich was real auf irgendeinem Konto geparkt wurde und das dann auch verfügbar ist. Aber das ist es nicht, sondern das sind Rückstellungen, die lediglich in der Bilanz auftauchen, auch sehr umwoben. Also es gibt keine wirkliche Transparenz. Wie viel ist denn realisierbar davon? Ja, das weiß kein Mensch. Selbst der Bundesrechnungshof hat in 2011 schon gerügt, dass das so intransparent ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie viel Geld tatsächlich zur Verfügung steht. Weil eben auch ihnen erlaubt worden ist, den Konzernen von Seiten der Regierung, dass sie mit diesem Geld arbeiten. Das heißt, die sind für Investitionen zur Verfügung gestellt worden, die haben dann in andere Kraftwerke investiert, zum Beispiel in Kohlekraftwerke, was natürlich völlig widersinnig ist, auch bei der Energiewende. Und das Geld ist einfach nicht zur Verfügung. Das ist das Problem. Also es ist überhaupt niemandem momentan bekannt, wie viel Geld real zur Verfügung steht. Das ist unser Druck, wo wir schon immer gesagt haben, alle Umweltverbände, dass dieses Geld unbedingt in einen öffentlich-rechtlichen Fonds gelegt werden muss, damit wenigstens der Staat den Zugriff hat. Wir haben es ja in Fukushima erlebt, wie schnell es geht, dass ein Riesenkonzern pleite geht. TEPCO ist heute pleite, es gibt kein Geld mehr. Da ist es längst so, dass Japan die ganze, nicht nur die Risiken, sondern sämtliche Kosten übernehmen muss. Und das kann uns natürlich auch passieren. Die Gewinne sind eingebrochen bei den Konzernen. Es wird natürlich nicht mehr so viel Atomstrom verkauft, weil wir haben ja doch jetzt schon ganz schön viel Erneuerbare. Wir produzieren immer noch viel zu viel Strom, den wir gar nicht brauchen. Der Börsenpreis ist so gesunken, dass sich die Atomkraftwerke nicht mehr wirklich rentieren. Und ich meine, die Konzerne, die geben das Angebot ja nicht aus Jux und Tollerei oder weil sie uns damit einen Gefallen tun wollen. Ganz sicher nicht. Die haben das natürlich durchgerechnet. Und die wissen ganz genau, dass ihre Rückstellungen, diese vielleicht zur Verfügung stellen, dass die niemals ausreichen werden, weil sonst hätten sie das Angebot nicht gemacht. Und das soll Warnung genug sein, auch an die Regierung, da sehr vorsichtig damit umzugehen. Also wir wollen keinesfalls, dass die aus der Haftung entlassen werden. Die müssen in der Haftung bleiben, aber das Geld soll möglichst schnell tatsächlich in einen Fonds, dass die Regierung dann letztlich darauf Zugriff hat und nicht der Steuerzahler dafür wieder aufkommen muss. Ja gut, aber dann kommt es ganz in den Vorrein. Aber die Frage ist doch die, würde die Bundesregierung die Konzerne tatsächlich pleite gehen lassen? Meiner Ansicht nach nicht. Also ich meine, zusätzliche Kosten kommen da eh auf uns zu. Ne? Also worum es mir geht bei der ganzen Geschichte, das, wie die Konzerne gerade vorgehen, das hat so eine infame innere Logik. Die verdienen kein Geld mehr an der Börse. Ich sage mal ganz extrem gesprochen, die Atomkraftwerke der Bundesregierung zu schenken und denen noch zu sagen, bitte schaltet sie doch in einem Jahr ab. Könnt ihr jetzt machen, weil wir schenken sie euch. Dann werden ja im Prinzip die ganzen Atomkraftgegner werden dann befriedet. Ich sage es mal so, das Geld zum Entsorgen reicht zwar nicht, aber die Konzerne machen Angebot 7 Jahre früher Ausstieg. Und Kohlekraftwerke sind genug da, es wird keine Stromknappheit geben und die Konzerne können aufgrund dessen, dass einfach 17% Kraftwerksleistung vom Netz genommen sind, wieder mehr Geld verdienen. Das heißt, unser Strompreis steigt gleich wieder. Das alles hat so eine infame Logik in sich drin. Ich finde das, man könnte fast drüber kotzen. Das machen wir auch mit dem War Room, Ralf. Wir schenken der Bundesregierung den War Room und die zahlen unsere ganzen Schulden, die wir während dem Sendebetrieb aufgehäuft haben. Aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir nachher. Frau Hacker, die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn wir es nicht übernehmen? Ich habe eine These. Wenn die Konzerne müssen eigentlich dem Staat die Atomkraftwerke übergeben und auch die ganzen Kosten der Nachsorge, weil wenn die Atomkraftwerke bei den Konzernen bleiben, die den Abbau der Atomkraftwerke bezahlen müssen, die Endlagerung bezahlen müssen, dann gehen sie daran pleite. Das kann gut sein. Aber es ist doch so, dass man alles tun muss. Ich meine, Sie haben die Verantwortung. Sie haben das auch unterschrieben. Es ist im Atomgesetz verpflichtend da, dass Sie für alle Folgekosten aufkommen müssen. Für die Endlagerung, für den Rückbau, das ist alles geregelt. Das haben Sie alles mit unterschrieben. Und es ist auch sinnvoll nach dem Verursacherprinzip, dass das so ist. Und dass es auch so bleibt, weil es geht nicht, dass einfach jahrelang, jahrzehntelang
die Konzerne einfach die Gewinne eingesteckt haben, die Aktionäre befriedet haben und dann, wenn es soweit ist, dass halt nicht mehr so viel Geld da ist, dass einfach die Risiken und die Kosten vergesellschaftet werden und der Bürger dafür auskommen muss. Das geht nicht. Die haben jahrzehntelang so viel Gewinne gemacht, dass die jetzt auch in die Verantwortung kommen müssen und diese Kosten übernehmen. Aber nochmal ganz klar, die Atomkonzerne oder die Energiekonzerne sind nicht in der Lage, das zu bezahlen, oder? Das können die gar nicht bezahlen. Das könnten die schon bezahlen, wenn sie halt ihre Gewinne einfach dann dafür hernehmen würden. Also die haben sich eine goldene Nase verdient. Natürlich ist das Geld jetzt nicht zur Verfügung, aber wir sehen überhaupt nicht ein, dass jetzt die Gewinne einstreichen, sich zurücklehnen, was weiß ich, sich einen schönen Lebensabend damit machen und wir als die Bürger, die immer gegen die Atomkraft gekämpft haben, jetzt praktisch die Zeche bezahlen müssen. Das geht nicht. Ja. Das kommt überhaupt in Frage. Hat sogar die Regierung eigentlich gesagt, dass sie, zumindest sagen sie es bis jetzt noch so, dass sie das nicht wollen, dass sie es aus der Haftung nicht entlassen wollen. Also ich meine, ich fände es ja eigentlich sehr reizvoll, die Atomkraftwerke bei den Konzernen zu belassen, weil dann gehen die pleite und dann werden wir die Konzerne los und können die ganze Energieversorgungsstruktur in Deutschland wirklich neu strukturieren. Was halten Sie von der Idee, zu sagen, lass die doch pleite gehen daran. Warum soll so ein Konzern auch nicht mal Konkurs gehen? Dann sind sie wenigstens weg vom Fenster. So geben sie uns jetzt die Kosten und machen im Markt weiter und verursachen weitere Kosten für zu teure Energie. Ja, es ist ja leider so, dass die Atomkonzerne ja nicht nur die Atomkraftwerke haben, sondern diverse andere Kohlekraftwerke. Da sind wir ja auch noch von abhängig. Also das heißt, wenn die pleite gehen, dann haben wir nicht nur die Kosten der Atomkraft, sondern dann kommen noch ganz andere Kosten auf uns zu, wenn die wirklich pleite gehen. Und wenn auch nur irgendwo ein Unfall passiert, dann ist es sowieso so, dass einer oder der andere Konzern so weit am Boden ist, dass der Staat einspringen muss. Aber deswegen ist es doch gerade wichtig, dass umso mehr jetzt darauf gedrungen wird, dass die Konzerne bezahlen müssen, solange sie noch das Geld haben. Also das muss man doch einfach einfordern. Aber sie haben doch jetzt sagen, naja, die können vielleicht irgendwann können sie pleite gehen, deswegen machen wir das lieber jetzt alles schon und bürden uns das auf. Wir müssen die so lange in der Pflicht haben, wie es nur gerade geht, weil ja, da gebe ich Ihnen recht, früher oder später wird natürlich ein Teil dieser Kosten wieder auf uns zukommen, was ja auch schon immer so war. Es ist ja leider so, dass die Politik immer schon darauf gedrungen hat, dass Atomkraft etabliert wird. Es war nicht die Idee der Konzerne, sondern es war tatsächlich die Idee der Politik seinerzeit. In den 60er Jahren, Deutschland ist das einzige Land auf der ganzen Welt, das jemals einen Atomminister hatte, das war in dem Fall Franz Josef Strauß. Er hat sich dafür bemüht, er hat es etabliert, die Atomkraft, und die Konzerne waren anfangs sehr zurückhaltend, haben sich dann aber natürlich ködern lassen, es sind ja Subventionen ohne Ende geflossen und deswegen haben sie sich darauf eingelassen und haben damit über Jahrzehnte sich eine goldene Nase verdient. Und deswegen kommt es für uns überhaupt nicht in Frage, sie jetzt einfach damit den Gewinnen da ziehen zu lassen und wir übernehmen die Zeche. Es kommen noch so viele Kosten auf uns zu, dass wir sowieso herangezogen werden. Aber nicht mit allem. Also Frau Hacker, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie nicht für Atomenergie sind. Sie scheinen da zumindest eine Skeptikerin zu sein. Ralf, nun gibt es einige Leute, es gibt nicht nur die Atomenergieindustrie selber, die das befürwortet. Frau Hacker, ich kenne auch einige Leute aus dem Bereich, die für die Energiewende sind, die sagen, der Vorschlag ist trotzdem ganz gut, weil es muss sowieso bezahlt werden von den Bürgern. Es muss bezahlt werden, die Konzerne werden es nicht bezahlen können. Es ist auch kein Weg, wie du das meinst, die Konzerne kaputt gehen zu lassen, weil natürlich könnte man sagen, man kann Kraftwerke auch in Bürgerhände übergeben, in Genossenschaften übergehen. Natürlich könnte man nach einer Übergangszeit die Sache auch anders organisieren, nur wir brauchen einfach eine kontinuierliche Stromversorgung. Das heißt, Fakt ist, die Konzerne werden nicht kaputt gehen. Sie werden am Leben gehalten werden. Wir werden alles das, was über die momentan verfügbaren 30 Milliarden hinausgeht, werden wir bezahlen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und Konzerne kaputt gehen zu lassen, Hedgefonds die Sachen übernehmen zu lassen, mit jedem Jahr, die wir die Frage jetzt rauszögern, sinkt der Börsenwert dieser Konzerne. Mit jedem Jahr werden sie anfälliger für Übernahmen. Mit jedem Jahr, was wir erwarten, besteht die Gefahr, dass irgendwo eine von den großen Heuschrecken über die Sache herfällt und den Laden filetiert und dann mal schaut, wie man betriebswirtschaftlich sinnvoll so eine Entsorgung auf die Beine stellen kann. Davor habe ich viel mehr Angst, als wenn wir als Steuerzahler nochmal 20 oder 30 Milliarden zahlen müssten.
Ralf, du hast mir widersprochen. Der Strafkeller ist heute schon rappeldicke voll. Ja? Langsam kriegen wir Platzprobleme. Frau Hacker, was halten Sie denn von dem Argument zu sagen, wir machen das einfach nur deshalb, um die ganze Geschichte selber unter Kontrolle zu bekommen, weil wir als Stromkunden oder Bürger müssen es sowieso bezahlen. Wenn wir dann zumindest die Atomkraftwerke haben, können wir einen ordnungsgemäßen Abbau machen und eine ordnungsgemäße Endlagerung. Das ist ja das, was als Argument immer kommt, weil man sagt, zum Beispiel das Umweltinstitut in Freiburg hat sich in der Richtung ausgesprochen. Da wird gesagt, so dumm ist der Vorschlag gar nicht. Was sagen Sie zu der Argumentation? Das muss man einfach zweiteilen, den Vorschlag. Der Vorschlag, diese Rückstellungen tatsächlich in einen öffentlich-rechtlichen vorzugeben, der ist völlig in Ordnung. Und der wird ja auch schon lange Jahre gefordert von den NGOs. Aber eben der zweite Part, sie auf der Haftung zu entlassen, das wüsste ich keine NGO, die sowas befürwortet. Weil sie eben sich das selber eingebrockt haben, sie haben das auch selber versäumt, rechtzeitig umzudenken. Sie hätten längst eine andere Energiestruktur aufbauen können in diesem Land, hätten längst wieder Gewinne machen können. Sie wollten es nicht, sie haben hart gepokert über ihre Laufzeitverlängerung. Es ist ihnen gelungen und sie sind aber dann jäh abgestürzt. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Es kommt aber Frau Hacker, das Problem mit der Entsorgung hätten wir doch, ob die jetzt 4 Jahre früher auf Energiewende umsteigen oder nicht. Das Problem der Entsorgung wäre in gleicher Höhe immer da. Das haben wir auf jeden Fall mit Sorgen. Und die wird auch in den nächsten Jahren nicht passieren. Es gibt weltweit noch kein einziges betriebsbereites Endlager für hochradioaktive Abfälle. Genau. Auch in Deutschland nicht. In Deutschland haben wir jetzt gerade angefangen, eine neue Endlagersuche zu starten. Das heißt also, wir sind wieder auf Null gegangen und es dauert zig Jahre, wirklich zig Jahre, bis wir überhaupt mal so weit sind, dass wir einen Standort haben werden, weil natürlich die Prozedur sehr schwierig ist. Sie werden wahrscheinlich bei uns in Deutschland keinen Standort finden, wo die Leute da sind und Juhu schreien, weil sie vielleicht ein bisschen Geld dafür bekommen. Das wird nicht der Fall sein. Das heißt, es wird eine ganz lange Prozedur werden, bis wir überhaupt so weit sind. Es ist so, dass allein die 8 Atomkraftwerke, die jetzt abgeschaltet sind, die sind voll mit Brennelementen. Die sind voll, die Abklingbecken sind so voll, randvoll. Und es weiß, bis jetzt gibt es leider eben noch keine Behälter, wo man die reinpacken könnte, damit man sie überhaupt mal in Behälter und in irgendwelche Zwischenlager tun könnte. Es gibt es nicht. Auch da haben die Konzerne versäumt, rechtzeitig die entsprechenden Kastoren zu beantragen. Es war gefordert, dass die alten nicht mehr gültig sind. Das heißt, es müssen neue gebaut werden, die müssen erstmal genehmigt werden, noch nicht mal die Genehmigung gibt es. Das heißt also, wir sind immer noch wir haben massive Risiken, wenn ich allein anschaue, unser Atomkraftwerk ISA 1, ein Siedewasserreaktor mit vollem Abklingbecken, das sind 1700 Brennelemente in diesem Becken. Das Becken liegt unterm Dach, das ist nicht geschützt, das ist nicht im Containment, das heißt also, das ist relativ leicht, ein Unfall herbeizuführen, wenn es ist. Und dann können wir immer noch wieder die Kernschmelze haben, das heißt also, selbst die abgeschalteten Atomkraftwerke bergen ein immenses Risiko, dass da immer noch was passieren kann. Und stellen Sie sich das vor, dass auch dies würde ja dann praktisch auf uns übergehen. Ne? Also das sind ja nicht nur die Kosten des Abrisses allein, also das heißt Stein für Stein abzutragen, sondern es ist die ganze Entsorgung. Wir haben noch nicht mal ein Endlager für mittelaktive Abfälle. Chorleben gibt es nicht mehr, sage ich jetzt mal, zumindest im Moment nicht. Schacht Konrad ist noch nicht fertig, sollte längst fertig sein, das haben wir auch noch nicht. Und das ist auch nicht klar, ob das tatsächlich so wie geplant 2020, 2021 zur Verfügung steht. Das heißt also, selbst wenn die Kastoren da wären, dann wüsste man gar nicht, wo das ganze Zeug hin soll. Das heißt also, das sind solche immensen Kosten, die da noch auf uns zukommen. Und warum sollten wir einfach die Konzerne jetzt entlassen und sagen, okay, ihr könnt mit euren Gewinnen gehen und wir übernehmen dann den Rest. Warum? Das sind so viele Kosten, die wir zu schultern haben sowieso noch. Und das reicht völlig aus. Bert? Ja, was ich noch dazu sagen wollte, also wir haben jetzt die Endlagerproblematik. Ich finde, die Aufklärung ist wahrscheinlich auch gewollt so gering. Immer wenn ich jemanden frage, was für ihn Gorleben bedeutet, so also unser Endlager, und wenn ich dann sage, da ist noch kein einziger Brennstab unter die Erde verbracht, die stehen alle oben in Turnhallen, das glaubt mir immer keiner und denkt, ich bin hier irgendwie jemand, der Panik macht, aber es ist so, es gibt noch kein Endlager und die Asse, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Frank hat ja tolle Idee, wir geben jedem Bundesbürger einen Brennstab zur Verwaltung, dann ist das gelöst. Nee, das ist eine Katastrophe, was auf uns zukommt, aber ich, Frau Hager, Sie haben gesagt, goldene Nase verdienen, was mich so geärgert hat, ist auch so vielleicht ein bisschen untergegangen in der Diskussion. Als die Laufzeitverlängerung beschlossen wurde, war ein Teil des Deals die Brennelementsteuer. Die wurde eingeführt, wurde bezahlt, die Konzerne haben zugestimmt und jetzt
so ganz nebenbei, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen es her ist, als das Finanzgericht in Hamburg entschieden hat, dass diese Steuer ist unrechtmäßig, wird jetzt zurückgezahlt. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind auch 8, 9 Milliarden, ich weiß es, vielleicht weiß es Frau Hager besser, aber das ist so eine Sache, da wird was vereinbart, dann schickt man seine Rechtsabteilung los und kriegt das ganze Geld zurück. Also das, was eigentlich Teil des Deals war und was sich dann damals noch fair angehört hat für die Laufzeitverlängerung, ist auf einmal wieder null und nichtig und die Milliarden werden zurückgezahlt. Also das ist eine Sache, die mich auch sehr geärgert hat, die jetzt so nebenbei noch untergegangen ist. Ralf? Ja, ich habe noch mal ein paar grundsätzliche Geschichten. Das eine ist, die Kosten für die Entsorgung werden irgendwann auf die Gesellschaft zukommen. Momentan kann ich die großen vier mit 30 Milliarden belasten. Bitte schön, die müssen wir uns holen und zwar sofort. Punkt 1. Punkt 2 bin ich dafür, die sollen zusätzlich für so viel einstehen, dass sie gerade noch überleben können, um uns eine Stromversorgung sichern zu können. Punkt 3. Die haben natürlich sich eine goldene Nase verdient, aber sie haben das Geld nicht mehr. Sie haben das Geld ausgeschüttet an Aktionäre. Wir müssen dabei auch bedenken, Großaktionäre bei dieser ganzen Geschichte, zum Beispiel mit RWE, waren Kommunen in Nordrhein-Westfalen und sind sie es nach wie vor. So, Punkt 4, wenn die großen Energiekonzerne mit den AKWs bisher Versäumnisse zu Schulden kommen lassen, also bestimmte Technologien, zum Beispiel neue Castoren nicht beantragt haben oder so, dann muss ich sagen, okay, haben sie gemacht. Wie kommen wir raus aus der Situation? Muss ich noch dazu sagen, das sind Konzerne, wo ich davon ausgehe, dass noch ein Rest an gesellschaftlicher, sozialer Verantwortung da ist. Wenn diese Konzerne von jemandem übernommen werden, was wird dann passieren? Da wird einfach nur noch versucht werden, das Ganze auf möglichst geringe Kosten zu Lasten unserer Umwelt abzuwickeln. Das will ich nicht. Das heißt, ich will, dass diese Konzerne bluten, so dass wir aber noch damit mit unserer Stromversorgung klarkommen. Und den Rest müssen wir, so leid es mir tut, den Rest werden wir übernehmen müssen. Größenordnung nochmal, wir zahlen 22, glaube ich, momentan Milliarden EEG pro Jahr mit den ganzen Industrieprivilegien, also hauptsächlich die Endverbraucher. Größenordnung 40 Milliarden auf 20 Jahre verteile, dann sind das 2 Milliarden im Jahr. Das ist irgendwo ein halber Cent zusätzliche Umlage. Die würde ich gerne dafür bezahlen, dass ich eine gesicherte Endentsorgung habe. Also Frau Hacker, das Konzept von Ralf, wir lassen die Atomkonzerne oder die Energiekonzerne kräftig bluten und dann regeln wir den Rest. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben gar nicht die politische Kraft, die Konzerne so unter Druck zu setzen, dass sie das ganze Geld rausgeben, sondern dass die sind ja politisch so mächtig, siehe Novellierung, EEG-Gesetz, was sie auch geschafft haben, dass sie ja die Kraft haben, sich auch durchzusetzen. Ja, das so gut sind sie nicht mehr. So gut sind sie nicht mehr dabei, weil es ist auf der einen Seite richtig, dass sie ja eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass sie nicht nur die Atomkraftwerke haben, sondern wie ein Kollege richtig gesagt hat, sie sind natürlich noch voll involviert in unser gesamtes Energiesystem. Das heißt also, wenn jetzt alle vier Konzerne pleite gehen, dann wird es etwas schwierig mit der Strom zur Verfügung stellen, weil so weit sind wir noch nicht, dass es tatsächlich nur die Erneuerbaren bis jetzt leisten können. Das ist ja auch von der Regierung leider abgewürgt werden. Das ist jetzt nicht die Schuld der Konzerne, sondern mal wieder der Regierung. Wir wären auch schon viel weiter. Es ist ja auch so, dass diese Bewegung, diese Energiewende, die ist ja auch nicht von der Regierung gekommen. Das muss man schon sehen. Die hat es nicht unbedingt gewollt, sondern die Bürger sind aufgestanden, die haben angefangen, ihre Solarzellen aufs Dach zu bauen, Windräder, Genossenschaften zu bilden und. Das heißt also, dieser Riesenanteil, den wir heute haben, den haben wir nicht der Regierung zu verdanken, der Politik, sondern den haben wir den Bürgern und Bürgerinnen zu verdanken, weil die einfach das in die Hand genommen haben und den Umbau praktisch angestoßen haben und zwar sehr, sehr erfolgreich. Also es gibt kein Land, das in so kurzer Zeit wirklich so viel erneuerbare Energien zur Verfügung stellen kann, wie wir es jetzt in Deutschland erlebt haben. Aber deswegen ist es auch so, dass ich der Regierung jetzt nicht unbedingt das volle Vertrauen schenke, dass dann tatsächlich, also wenn so wie sich die Betreiber vorstellen, ja,
die ganzen AKW, der ganze AKW-Betrieb auch in die Hand der Regierung kommt, dass das dann sehr viel schneller über die Bühne gehen würde. Also es ist auch der Vorschlag oder die Chance gewittert worden von einigen, die sagen, also wenn das in Hand der Regierung ist, dann könnten die doch auch wirklich sofort abschalten und dann hätten wir das alles ein für alle Mal los. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also da traue ich der Regierung nicht so weit über den Weg, dass sie das machen würden, sondern da müssen wir weiter dranbleiben. Und das nachdrücklich einfordern. Also das wird meiner Ansicht nach nicht schneller gehen, wenn es die Regierung in Händen hätte. Also das wäre für mich auch eine Horrorvorstellung. Gabriel als Betreiber eines Atomkraftwerks, ja, dann kostet die Kilowattstunde 1,60 Euro per gesetzlicher Verfügung. Wir machen den Sack gleich zu, aber kurz noch Simon. Wir haben bis jetzt in die Zukunft geschaut und Fragen gestellt, wie es in der Zukunft sein kann. Was mich interessiert ist, das auch als Frage, wie ist es bisher gelaufen mit dem Rückbau der Atomkraftwerke? Wer hat den Rückbau von Würgassen, Stade und so weiter bisher bezahlt? Und sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen oder eben im Rahmen geblieben? Ja, wir haben ja Rheinsberg gehabt und so weiter. Da heißt es ja immer, kostentechnisch ging das sogar. Also wir haben einige, die im Rückbau sind. Wir haben auch schon Reaktoren, die tatsächlich zurückgebaut sind, also die grüne Wiese sozusagen. Aber da muss man auch genau hingucken. Das ist zum Beispiel Niedereichbach, auch in Bayern. Das war ein kleiner Reaktor, der ist 1,5 Jahre gelaufen. Der hat ganz wenig Megawatt gehabt. Also der war nicht zu vergleichen mit unseren großen heute. Und auch Karl oder Groß-Welzheim, die schon zurückgebaut sind, die kann man einfach mit den heutigen nicht vergleichen. Die sind zurückgebaut worden, ja. Und dann war aber da auch schon ein Trick der Konzerne zum Beispiel bei Niedereichbach. Um sich die Kosten zu sparen, hat damals E.ON, beziehungsweise da waren es ja noch die Vorgänger, da war es noch nicht E.ON, die Regierung in die Pflicht genommen und hat dann diesen Abriss einfach als Forschungsprojekt deklariert für die zukünftige Abrissgeschichte und hat sich dann damit das Geld wieder geholt. Oder zum Beispiel die Wiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe. Da war es auch so, ja, wer sollte dann das zahlen, wenn wir es nicht mehr gebraucht haben? Also die Wiederaufarbeitungsanlage, die war so lange noch interessant, wie das Vorhaben Wackersdorf verfolgt wurde. Und als das aber dann weg war, wollte man sich dessen natürlich auch entledigen, weil es war klar, da bringt man in Deutschland keinen Fuß auf den Boden. Und auch da ist es dann dem Bund übereignet worden. Das heißt also, wir zahlen ja sowieso schon jede Menge an nicht nur an Abrisskosten, sondern an Kosten für die Atomenergie. Nach wie vor wird die einfach so hoch subventioniert. Und deswegen ist es einfach das Mindeste an Anstand, was ich von den Konzernen verlange, wenigstens das Geld aufzubringen, was sie halt auch verursacht haben. Sie müssen immer bedenken, sie haben einfach diesen Müll verursacht. Und warum soll ich oder Sie, die wahrscheinlich auch nicht unbedingt Befürworter waren jetzt dieser ganzen Atommüllproduktion, warum sollen wir dafür zahlen? Das soll mir irgendjemand sagen. Was ist der Grund dafür, dass ich das bezahlen soll? Oder Sie, oder Sie, oder Sie? Hm. Okay, zwei Fragen habe ich noch. Wie machen wir jetzt weiter? Ralf, verhandeln wir mit der Atomindustrie oder sagen wir, das sind eure, das bleiben eure, bis ihr es nicht mehr zahlen könnt? Ja, zunächst mal, das bleiben eure bis zur Schmerzgrenze, aber dann werden wir irgendwie verhandeln müssen, weil es ist einfach kein Weg zu sagen, dann geht ihr einfach kaputt. Dann muss ich anfangen, die Sachen zu filetieren, muss sagen, okay, ich nehme einen bestimmten Bereich, nehme ich raus, ihr seid nur noch dazu da, im Prinzip unsere Stromversorgung aufrechtzuerhalten, den Rest könnt ihr nicht mehr machen. Dann sind wir aber im Prinzip wieder in einem planwirtschaftlichen Modell drin, was wir, glaube ich, alle nicht wollen. Wir werden irgendeine Lösung mit denen finden müssen. Ich sage es mal, je früher wir anfangen, darüber zu reden, desto sinnvoller kann die Sache noch gestaltet werden. Die sind in so einer schlechten Situation, auch mit dem, was sie in der Strombörse Leipzig noch verdienen können. Wir wollen ja da noch eine Sendung drüber machen, über Kapazitätsmärkte und so. Die haben momentan keine Chance, irgendwo zusätzliche Cents zu verdienen, um irgendwann irgendetwas Neues oder sich neu aufstellen zu können. Das heißt, wenn wir nichts machen oder wenn die nichts machen, dann gehen sie kaputt. Kaputt gehen können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Wir werden irgendetwas machen müssen. Dass sie bis zur Schmerzgrenze bluten müssen bei der Sache, ich glaube, da sind wir uns alle hier einig. Gut. Was wäre Ihr Konzept, Frau Hacker? Also ich habe, da kann ich kein Mitleid aufbringen mit den Konzernen, weil sie es wirklich selber verschuldet haben. Sie hätten früh genug, vor mehr als 10 Jahren hätten sie anfangen können, in die Erneuerbaren zu energieren. Es passiert ja jetzt auch, ja. Also es ist ja jetzt so, dass auch die Atomkonzerne in die Erneuerbaren gehen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, wenn sie überleben wollen. Ist ja klar. Ja,
Das ist auch zu befürworten und deswegen ist es natürlich falsch, die Pleite gehen zu lassen, weil sie in diese Richtung ja jetzt gehen, halt viel zu spät und noch viel zu wenig. Und mit den regierungsbedingten Deckelungen jetzt des Ausbaus, das ist natürlich auch nicht wirklich das, was wir brauchen können. Es wäre schon gut, wenn wir einfach das möglichst schnell durchziehen. Es ist möglich, das hat selbst das Umweltbundesamt schon bestätigt, dass wir in 2050 100% Erneuerbare hätten. Und warum soll man dieses Ziel nicht verfolgen mit den Konzernen? Aber wir können sie nicht aus der Haftung entlassen. Okay, was verhandeln wir denn jetzt mit denen? Wir sagen, ihr behaltet die jetzt erstmal, bis euer Geld alle ist und dann? Nicht bis euer Geld alle ist, sondern sie müssen sich beteiligen an der Finanzierung der Endlagersuche, an der Endlagerung. Sie müssen dafür sorgen, dass ihre Atomkraftwerke ordnungsgemäß rückgebaut werden. Sie müssen dafür sorgen, dass endlich die Abklingbecken geräumt werden, weil die einfach eine hochbrisante Gefahr darstellen. Und es ist ja eh so, dass die Regierung bereits zugegeben hat, mit den Konzernen zu verhandeln. Also es ist ja nicht so, dass das, was wir im Mai erfahren haben, wo die Regierung noch gesagt hat, keinesfalls, also kommt überhaupt nicht in Frage. Soweit, da sind wir schon ein Stück weiter. Also es ist bekannt geworden, dass die Regierung jetzt prüfen lässt, inwieweit zum Beispiel diese Rückstellungen, die theoretisch da sind, überhaupt werthaltig sind, inwieweit sie denn zur Verfügung stehen zu dem Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden. Das wird jetzt gerade geprüft. Das heißt, die sind längst in Verhandlungen mit den Konzernen. Und ich denke, in der nächsten Zeit werden wir da noch ein bisschen mehr erfahren, wie das weitergeht. Aber ich finde trotzdem einfach nochmal so viel Geld wie möglich von den Konzernen einzufordern, sie wirklich in die Pflicht zu nehmen. Für das, was sie angerichtet haben, müssen sie einfach bezahlen. Und das sowieso, auf was auf uns zukommt, da sind wir uns alle einig. Das kommt sowieso noch, aber das muss man ihnen nicht abnehmen gleich von jetzt und so gleich, dass wir sie einfach wirklich in die risikofreie Zukunft entlassen. Das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Also. Zwei kurze Fragen habe ich noch. Das erste ist, wie schaffen wir es denn, dass die Umweltverbände, dass Institutionen wie Sie tatsächlich bei den Verhandlungen mit berücksichtigt werden? Wie machen Sie das? Klopfen Sie bei der Regierung an, sagen, wir wollen mitdiskutieren? Wie versuchen Sie denn da irgendwie rein und ranzukommen? Also unsere Chance ist einfach auf die Straße zu gehen, wirklich die Bürger aufzufordern, mitzukommen und einfach viele Menschen dazu bewegen, zu zeigen, dass die Menschen die Atomkraft nicht wollen, dass die Menschen auch diesen Deal nicht wollen. Also wir haben ja zusammen mit der Organisation Ausgestrahlt eine Online-Aktion gestartet. Wir zahlen nicht für euren Müll. Wir haben da inzwischen etwa 50.000 Unterstützer. Das heißt also, es ist schon eine Menge Leute da, die uns unterstützen. Und das Signal ist so wichtig an die Regierung, das ist das, was wir machen können. Damit können wir sie unter Druck setzen. Damit haben wir ja letztlich auch wirklich den zweiten Atomausstieg, den alle Parteien dann praktisch auch im Konsens unterschrieben haben, erreicht. Wenn dieser Druck von unten nicht da wäre, dann wären wir heute ganz woanders. Okay. Also mit Sicherheit, da bin ich überzeugt. Und da müssen wir weiter dranbleiben. Ich habe noch eine Frage zum ganz anderen Komplex, aber du wolltest noch ganz kurz. Ja, wenn ich sage, bluten lassen bis zum geht nicht mehr, dann meine ich eigentlich schon ganz konkret, wir brauchen Insolvenzverwaltung für die vier großen Energiekonzerne. Damit kann ich mich schon mal anfreunden. Ja, die werden dann weiterleben, aber eben und unter völlig neuem Geschäftsmodell. So weit muss es gehen. Anders geht es nicht, meiner Ansicht nach. Okay, Frau Hacker. Wenn ich Sie schon mal dran habe, ich muss eine Frage zu einem ganz anderen Komplex loswerden. Die brennt mir schon seit ewigen Sendungen auf der Seele. Unsere Umweltministerin hat ja zu Asse gesagt, wir können erstmal die nächsten 20 Jahre nichts machen. In Asse dringen täglich rund 160.000 Kubikmeter Wasser ein und die Gefahr ist sozusagen, dass die Asse so ausgespült wird, dass irgendwann die Fässer praktisch nach unten absinken. Als Frau Hendricks, unsere Umweltministerin, gesagt hat, wir können 20 Jahre nichts machen, da habe ich mir gedacht, wenn jeden Tag 160.000 Kubikmeter Wasser reinlaufen, dann ist doch eigentlich wirklich Gebot, sofort etwas zu tun. Habe ich da was falsch verstanden oder hat Frau Hendricks eine Meise? Nee, also die Asse ist natürlich ein ganz brisantes Problem, weil es tatsächlich so ist, dadurch, dass das Wasser ständig einläuft, ist es natürlich sehr marode geworden. Das ist einsturzgefährdet, das heißt, man kann da jetzt nicht einfach die Tür aufmachen und reingehen und sagen, so, jetzt holen wir die Fässer raus. Das ist einfach nicht möglich, weil wahrscheinlich schon Einstürze da sind. Das muss jetzt ganz vorsichtig sondiert werden, die einzelnen Kammern sondiert werden. Wie schaut es da drin aus? Es weiß ja kein Mensch. Ne? Da brauche ich 15 Jahre zu? Bitte? Da brauche ich 15 Jahre zu. Ich kann 15 bis 20 Jahre da nichts machen, wie Frau Hendricks gesagt hat. Das geht, ja, also wie lange es wirklich dauert, ist fraglich. Aber das ist ein Zeitrahmen, den ich auch vom Bundesamt für Strahlenschutz kenne. Also da muss sehr, sehr lange
versucht, es ist ja auch so, es ist ja noch gar nicht klar, ob das überhaupt funktioniert. Es ist offen, sie versuchen es, also der Plan ist eigentlich die Rückholung der Fässer, aber das ist überhaupt nicht gesichert, dass das wirklich funktionieren kann. Weil da so viele Ungereimtheiten da sind, so viele Unsicherheiten, so viele Unklarheiten, dass es tatsächlich nicht gesichert ist, dass das funktioniert. Das heißt also schlimmstenfalls, wenn das alles einstürzt, dann müssen wir sowieso irgendwie eine Betondecke drüber machen, haben aber natürlich dann das Risiko, dass die Radioaktivität irgendwann ins Grundwasser eingeht und wir sie dann letztlich wieder dann auch bei uns im Kreislauf haben. Das kann uns passieren und die Asse ist wirklich ein hervorragendes Beispiel, ja, für die Schlampigkeit, die Konzerne an den Tag gelegt haben. Und dafür kann man sie einfach nicht entlassen. Auch da haben sie sich wieder, haben sie einen eleganten Rückzieher gemacht und haben dann einfach auch wieder den Bund übertragen, weil ja niemand mehr so richtig zur Verantwortung gezogen haben. Die Gesellschaften zum Teil gibt es ja schon gar nicht mehr. Also es ist einfach unglaublich ideenreich, wie sie es immer wieder schaffen, eben die Kosten sowieso auf die Allgemeinheit abzuwenden. Das war in 2010 zum Beispiel, war ja die Asse schon Thema. Da hat es noch geheißen, also die wird ungefähr so 2 Milliarden Euro kosten, ja, die Sanierung sozusagen. Heute wissen wir schon, also unter 6 Milliarden werden wir da überhaupt nicht rauskommen. In ein paar Jahren werden es wahrscheinlich noch mal mehr. Und das heißt, also hier reden wir nur noch über Milliarden, ja. Und es ist ein Fass ohne Boden. Also ich habe jetzt gestutzt, weil ich einfach die Atomfässer damit nicht meine, sondern letztlich vielleicht, aber kann man den Vergleich doch suchen, weil die Fässer natürlich auch rosten, weil die Radioaktivität rauskommt. Es ist ja jetzt schon so, dass sich die Radioaktivität eben mischt. In einigen Kammern ist ja hohe Radioaktivität zum Teil festgestellt worden. Da kann man nur noch wirklich hoffen, dass das irgendwie geschafft wird, dass das so weit abgestürzt werden kann, dass man reingehen kann, dass man die Fässer rückholen kann. Und wenn wir sie rückgeholt haben, dann wissen wir ja überhaupt noch wieder nicht, wo wir sie überhaupt hin tun sollen. Für die Asse-Fässer ist überhaupt kein Konzept da. Die können weder nach Schacht Konrad noch in irgendwelche Zwischenlager. Das heißt also, da stehen wir ja auch noch am Anfang. Auch die vielen Atommüllgeschichten, die aus der Versuchsanlage Karlsruhe kommen, die aus dem HTR kommen. Also wir haben also einige Beispiele, wo man experimentiert hat mit gefährlichen Sachen, wo man heute einfach nicht weiß, wohin damit. Und das ist eben das Problem, dass wir einfach immer weitermachen, den Atommüll produzieren, wo jeder Mensch weiß, dass der auf Jahrtausende, auf Jahrmillionen sogar, also selbst das Bundesamt für Strahlenschutz spricht im Zeitrahmen von 1 Million Jahren, wo das Zeug sicher vor der Biosphäre verwahrt werden muss. Und ich meine, allein diese Vorstellung zeigt die Absurdität überhaupt dieses Gedankens, die Atomkraft weiterlaufen zu lassen. Weil ich finde schon, dass wir in der Pflicht sind, auch unseren Folgegenerationen gegenüber, dass wir uns mit der Sache befassen, dass wir, die Verursacher, uns so gut wie möglich bemühen, das nicht auf unsere Nachkommen irgendwie zu übertragen. Die haben sowieso noch genug damit zu tun. Also wir werden es nicht schaffen, das in unserem Leben irgendwie so zurechtzurücken, dass das wieder von der Erde verschwindet. Im Gegenteil, das wird uns alle überleben, das wird die Welt überleben. Also diese Dimension, wenn man sich überlegt, dann ist es einfach so, dass es allerhöchste Zeit ist, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die Atomkraftwerke abzuschalten, weil wir werden noch viel, viel, viel Risiken damit haben und es wird auch noch einiges passieren, was ich natürlich nicht hoffe. Umso wichtiger ist es, dass wir eben sofort aussteigen und ein gutes Vorbild sind auch für die Welt. Das ist ja jetzt eigentlich auch so, ich meine, im Prinzip ist es doch ein Offenbarungseid, wenn man sieht, von den Konzernen oder auch von der Atomlobby, weil sie jetzt endlich zugestehen, dass der Atomstrom eben nicht billig ist, weil die Kosten immens sind und zwar so immens, dass sie sich davor drücken wollen. Jetzt endlich haben sie es eingestanden. Und ich hoffe, dass das ein Signal ist an die Schwellenländer, die noch in die Atomkraft wollen, an uns, einige unserer osteuropäischen Nachbarn, die Atomprogramme aufgelegt haben, und hoffen, dass die EU eine Förderung zulässt, Subventionen für Neubauten, für Aufrüstungen und. Was bis jetzt noch, bis jetzt habe ich noch die Hoffnung, dass es nicht durchgeht. Also, aber wer weiß es. Ne? Also das kommt jetzt auch wieder dann auf die neue Kommission drauf an, welche Leute da reinkommen, wie das weitergeht, wie die Beihilferichtlinien jetzt ausschauen. Da sind wir überall dran. Überall wird versucht, die Atomkraft als saubere Energie zu deklarieren. Schon auf den Weltklimakonferenzen waren wir beteiligt, wo wir uns dagegen ausgesprochen haben. CO2-frei, klimafreundlich, das heißt ja gern eben bei der Atomkraft.
Das ist ein totaler Quatsch. Die ist nicht klimafreundlich. Die zerstört eigentlich unsere Grundlagen. Also Radioaktivität, die einmal freigesetzt ist. Wir haben es in Tschernobyl erlebt, wir haben es in Fukushima erlebt. Zum Beispiel Fukushima. Die Kosten, die da jetzt schon geschätzt werden, die sind in einer Größenordnung von 200 bis 500 Milliarden Euro, die Folgekosten. Wenn Sie jetzt überlegen, wie ein Atomkraftwerk bei uns abgesichert ist, mit 2,5 Milliarden, das ist ein, nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Und dass sich diese Dimension vor Augen führt, dann kann man doch als vernünftig denkender Mensch nur fordern, oh, lass uns nicht bei Politik über vernünftig denkende Menschen reden. Das Thema haben wir nach 57 Sendungen hier im Forum abgeschlossen. Sansa, ich habe nur eine persönliche Frage, Frau Hacker. Ich habe ja gesagt, Sie machen das Thema jetzt seit 20 Jahren, Atomenergie. Ich mache jetzt Energiewende als Hauptthema seit Ende 2012, habe über 200 Filmvorführungen gemacht. Die Menschen fragen mich mittlerweile, sagen Sie mal, Herr Ferenczky, nach 57 Sendungen, 200 Filmvorführungen, hängt Ihnen das Thema Energiewende nicht irgendwann langsam zum Hals raus? Ich frage Sie nach 20 Jahren, Sie sind ja voll lebendig dabei, hängt Ihnen das Thema Atomenergie nicht zum Halse langsam raus? Also es sind 28 Jahre, 28, seit ich dabei bin. Und ich war eine Quereinsteigerin, die wirklich aus Wut in dieses Thema hineingestolpert ist, muss ich schon sagen. Und die Wut war so groß, dass ich mich engagiert habe eben für den Ausstieg. Und die Wut ist mit Fukushima einfach nochmal, die hat nochmal einen richtigen Schub bekommen, ne? Weil dann erstmalig klar war. Bis dahin hat man versucht zu sagen, naja gut, das war eine russische Bauart, die westlichen sind ja viel besser, das kann bei uns nicht passieren. Mhm. Auch das ganze Sicherheitssystem da drüben, das ist ja, die Reaktoren sind viel schlechter als unsere. Dann ist Fukushima passiert, dann hat die Welt schon aufgewacht. Hoppala, das ist jetzt ein Industriestaat, der nach westlichen Standards eigentlich auch Atomkraftwerke betreibt, könnte man meinen, also auch von der Sicherheitstechnik her. Und da kann sowas auch passieren. Dann haben wir immer versucht, das auf den Tsunami, auf die Naturgewalten zu schieben. Sowas kann bei uns nicht passieren. Bei uns gibt es keinen Tsunami, bei uns gibt es keine solchen Erdbeben. Aber wenn man genau hinschaut, dann, und das ist auch immer wieder betont worden, es will nur niemand hören. Es ist ja nicht so, dass sowohl die Betreiber als auch einige Politiker, vielleicht nicht alle, aber einige Politiker, die wissen ganz genau, wie gefährlich die Dinger sind und was passieren kann. Nicht umsonst hat ja auch die Regierung beschlossen, jetzt um unsere Zwischenlager, um unsere Standortzwischenlager Mauern zu ziehen, weil einfach in der Folge von 9-11, von den ersten Terrorattacken, die Gefahr besteht, offensichtlich die reale Gefahr, und die Gefahr nicht nur besteht, dass sie besteht, wissen wir schon lange, aber jetzt auch in die Politik eingedrungen ist, ja, dass da was passieren kann. Und ich meine, die Regierung sagt nicht umsonst, wir bauen dir jetzt Mauern, damit es etwas besser geschützt ist, sondern da muss ja irgendwas dahinter stecken. Das heißt also, die Gefahr ist da, die Waffen haben sich geändert, also es ist durchaus möglich, dass ein Terrorangriff passieren wird auf Atomkraftwerke. Und das wäre natürlich bei uns in den dicht besiedelten Gebieten, so wie es wir haben, eine Katastrophe. Selbst die Katastrophenschützer denken schon um. Die Evakuierungszonen werden ausgeweitet. Also man geht ja so Stückchen für Stückchen, gibt man einfach ein bisschen immer wieder zu. Ja, so sicher ist es ja dann nun doch nicht, wie wir das immer so gesagt haben. Aber das ist Kosmetik, das ist Kosmetik. Wenn wir einen Unfall haben, dann schaut es total finster aus und wir sind nicht in der Lage. Wir sind nicht in der Lage, die Menschen zu retten bei uns. Weil also ich sehe, Frau Hacker, das Thema ist Sie noch nicht über mit der Atomenergie. Nein. Ich bedauere, wir müssen jetzt leider weitermachen. Ich bedauere sehr, dass wir Sie hier im Studio noch nicht gehabt haben. Live wäre das natürlich viel schöner gewesen. Ansonsten war das jetzt heute eine beeindruckende Vorstellung von Engagement und Expertise. Und ich glaube, Sie brauchen eine eigene Sendung zur Atomenergie. Wir wollen unser Programm ausdehnen, Frau Hacker. Ich komme mal nach München, wir besprechen das mal. Ja? Erstmal vielen Dank für Ihre ganze Information. Und das ist Ihr Applaus aus Berlin nach München. Man kann ja unsere Sendung hinterher auf YouTube sehen und ich glaube, wir müssen das ganz gut verlinken, weil in all dem, was Sie gesagt haben, ist, glaube ich, die komplette Argumentation, wie man Stellung beziehen sollte zu dem Vorschlag der Atomindustrie. Also vielen Dank, Frau Hacker, und bis bald. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, was machen wir denn, wenn wir Auto fahren wollen in Zukunft. Atomenergie, Umstieg, Elektroauto ist ja auch immer so ein Thema, was eng zusammenhängt. Viele Leute reden von Elektroautos, nur wenige sind damit gefahren,
Aber Katha und Raimund haben das getan und den Film zeigen wir Ihnen jetzt kurz. Ich bin heute hier am Alexanderplatz, denn VW hat heute hier seine Electrify-Tour und wir wollen heute Elektroauto fahren. Also ich saß ja noch nie in einem Elektroauto drin und bin total gespannt, wie das so sein wird. Also ich habe so gehört vom Tesla mal ansatzweise, dass man da ja in den Sitz gequetscht wird, wenn man aufs Gaspedal drückt und gar nicht mehr weiß wohin. Und das werden wir heute alles ausprobieren und ein bisschen Fragen stellen, wie weit man denn mit so einem Elektroauto kommt und was für Konzepte es so gibt, wenn man vielleicht noch viel weiter muss und was sich da VW so ausgedacht hat. Aber jetzt gucke ich mir erstmal den VW an. Ich bin Elektroauto gefahren und ich sag euch, es fährt voll elektronisch, ohne irgendwelche Geräusche. Also wirklich faszinierend, man rollt los und man denkt, man rollt nur, aber man wird schon vorangetrieben und es funktioniert ohne jegliche Geräusche. Da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, boah, ich will ja hier ein Auto, das Krach macht und so. Ich finde es persönlich total angenehm und es ist wirklich so, man drückt auf der Ampel, es wird grün, man tippt das Gaspedal an und 2-3 Sekunden und man hat die 50 erreicht. In der Stadt ist ja nun nicht mehr erlaubt. Und das geht so schnell, man wird wirklich in den Sitz ein wenig reingedrückt. Und ich vermute mal, wenn man einen Porsche an der Ampel gehabt hätte, den hätten wir auch noch einen gezogen bekommen. Ah, hatten wir jetzt leider nicht zur Verfügung. Was ich total toll vom Konzept her auch fand, ist, dass das Auto einfach nicht nur elektrisch fährt, sondern es lädt sich quasi selbst wieder auf. Also wenn wir gerade hier in der Stadt an der Ampel anhalten müssen und langsamer werden, dann gibt es verschiedene Stufen der Rückgewinnung und dadurch gewinnt man sozusagen beim langsamer werden, beim Bremsen an der Ampel wieder Energie zurück und kommt somit viel weiter und verpulvert die Energie nicht sinnlos. Das schont natürlich die Bremsen, das Auto ist einfach viel wartungsärmer. Ich habe von der Kollegin hier gehört, dass das Auto 8 Jahre Garantie auf die Batterie hat. Also 8 Jahre lang, also das kann man sich ja bei einem anderen normalen Auto nur erträumen. Es ist so, wenn man mal in Urlaub fahren möchte, bietet VW sogar an, dass innerhalb von 2 Jahren hat man 30 Tage lang Zugriff auf einen normalen Verbrennungsmotor. Also auf ein Auto mit normalem Verbrennungsmotor, mit dem man dann halt in Winterurlaub fahren kann und ja, die Vorzüge des normalen Autos nutzen kann, dass man halt nicht nur eine kurze Reichweite hat. Ja, und wenn man in Berlin wohnt oder auch ein bisschen weiter weg man muss, 150 Kilometer hat man Reichweite
und die müssen erstmal gefahren werden. Und wenn man die 150 Kilometer voll hat, dann kann man halt an der Tankstelle, wo es jetzt schon elektrische Steckdosen gibt, und die Autos machen nicht so krass wie die Dinger da hinten. Ja, und wenn es elektrische Steckdose gibt, innerhalb von einer halben Stunde ist das Ding wieder aufgeladen und ist wieder einsatzbereit. Und naja, dann kann man halt in der Zeit mal auf Klo gehen oder einen Kaffee trinken und dann ist auch wieder alles gut. Ja, also mir hat es total gefallen. Ich empfehle euch auch mal unbedingt auszuprobieren, ein Elektroauto, und vielleicht ist es auch eine Alternative für euch zum normalen Verbrennungsmotor. Da ist die begeisterte Elektroautofahrerin. Ja. Liebe Zuschauer von Energiewende TV, ich kann Ihnen 100%ig garantieren und versichern, dass das kein von VW finanzierter Werbefilm ist, den Sie gerade gesehen haben. Ja? Schon die Anfangseinstellung mit dieser Schärfenverlagerung, dachte ich, oh, was ist das denn jetzt eigentlich? Ja? Und dann hat mich dieser Film völlig depressiv gemacht, weil Raimund und Kater haben mir geschrieben, das ist der erste Film, den wir überhaupt gemacht haben, gedreht und geschnitten haben, und das Ergebnis ist super toll. Und ich habe mich geärgert, warum habe ich das eigentlich jahrelang gelernt, Beiträge zu schneiden, wenn die das auf Anhieb machen. Ja? Also, ein toller Film. Meine Lieblingsstelle, und das ist die, wo Kater sagt, man steht, man drückt aufs Gaspedal, wird in den Sessel gedrückt und erreicht 50 Stundenkilometer. Sehr erotisch, ja. Also da stelle ich mir noch andere Geschwindigkeiten vor. Aber tatsächlich, es gibt viele, die sagen, Elektroautofahren ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, also man muss es ausprobiert haben. Ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Also es ist erstmal, ist die Schaltung halt wie bei einer Automatik. Man hat halt keine Gänge. Das liegt aber halt daran, dass ein Elektromotor halt keine Gänge hat und einfach direkt auch von Anfang an den vollen Drehmoment hat. Also man muss halt nicht irgendwie in die Gänge schalten. Und da ist halt die gleiche Leistung, wie wenn er nachher 100 fährt, auch da, wenn er halt losfährt. Und das geht halt schon richtig ab und das macht halt auch Spaß. Und naja, wir sind halt in der Stadt lang gefahren, da kann man halt nicht irgendwie mit 100 lang brettern. Und da wird man dann schon in den Sessel gedrückt. Und außerdem sitzt da auch so eine nette Dame von VW daneben, die passt dann auch auf, dass man da nichts Schlimmes mit dem Auto anstellt. Und dann war es halt in der Stadt. Aber wir fahren jetzt demnächst Tesla, haben wir uns angemeldet, und die sitzen in Schönefeld draußen und da ist der Autobahnring ja nicht weit weg und der Tesla soll ja noch mehr... Naja, und dann geht es vielleicht auch mal auf die unbegrenzte Ringbahn, Autobahnring, und dann mal gucken. Du, ich habe da in der Nähe vom Stadtring Berlin, gibt es so ein ganz großes Gelände, was nicht genutzt wird, fast kilometerweite ja, Bahn, ja, der Flughafen, hat, wo da kann man auch wunderbar drauf laufen. Kannst, da kannst du die Batterie leer fahren. Raimund, bist du auch gefahren? Ja, ich bin auch gefahren. Bin ich als Erster oder Zweiter gefahren? Zuerst. Ich bin zuerst gefahren, genau. Der Kameramann musste ja die Einstellung abtesten. Bist du auch in den Sessel gedrückt worden? Das ist wirklich, also wie Katharina gerade gesagt hat, das muss man einfach mal ausprobiert haben. Also das kann man irgendwie in Worten gar nicht beschreiben. Also ich empfehle jedem hier im Publikum und auch zu Hause, probiert das mal aus. Also setzt euch mal ein Elektroauto ein, schreibt mal VW an, oder ich möchte jetzt nicht Werbung für VW, schreibt Mitsubishi, Citroën und Nissan und Tesla an, dass sie eine Probefahrt machen wollen. Und probiert das mal aus. Also das ist wirklich beeindruckend, wenn man da wirklich auf das Gaspedal voll durchdrückt auf der Ampel, und das mit dem Porsche, was Katharina im Beitrag gesagt hat, dass man an der Ampel den Porsche abziehen kann, das stimmt wirklich. Also wahrscheinlich nicht auf 100 Metern, aber die ersten 5-6 Meter ist man bestimmt weiter vorne, weil bis der dann seine Gänge da reingewirkt hat und bis da irgendwie sich der Drehmoment aufgebaut hat bei einem Verbrennungsmotor, ist das Elektroauto weg einfach. Also selbst mit so einem Porsche an der Ampel abziehen, das sind ja schon ziemlich niedrige Instinkte. Ja? Ihr habt ja doch gerade euren universitären Abschluss. Ihr müsstet ja eigentlich frei von solchen niederen Trieben sein. Nein, also unser Hauptanliegen war natürlich, dass wir mit möglichst wenig CO2-Emissionen vorankommen. Deshalb sind wir ja nur 50 gefahren. Also ja, okay. Aber jetzt mal an euch ganz ehrlich die Frage. Diese Autos sind ja auch erstmal relativ teuer. Ihr habt jetzt euer Studium richtig fertig. Würdet ihr sowas besitzen wollen? Oder seid ihr eine Generation, wo man sagt, komm, Carsharing, was anderes kommt nicht mehr in Frage? Entschuldigung. Wir haben so vielleicht so ein kleines familiäres Carsharing vor uns. Also mein Papa, der überlegt halt, ob er sich ein Elektroauto zulegen will. Und da haben wir halt gesagt, da wollen wir uns dran beteiligen, weil wir nutzen eben manchmal das zweite Auto da. Und
dann sind wir arg dafür, dass es sozusagen ein Elektroauto wird. Und für uns lohnt es sich momentan nicht. Also Raimund hatte auch mal ein Auto, das hat er verkauft, weil einfach hier in der Stadt braucht man in Berlin kein Auto. Und momentan gibt es halt noch nicht die Dichte an Steckdosen, dass man das Elektroauto vor die Tür stellen kann. Aber da haben wir sozusagen familiäres Carsharing vor uns. Aber an sich das Carsharing, was es so gibt, das ist auch eine gute Sache. Also da sollte man öfter mal drüber nachdenken, ob man dann das Auto dastehen haben muss. Stehen ja ganz schön Dein viele Vater umher. Ist ja heute hier im Publikum. Also nachdem, was Ihre Tochter zum Autofahren gesagt hat, kann ich Ihnen das nicht empfehlen, Elektroauto kaufen. Da kommen Sie nie ran, weil die ständig fährt. Sagt, Elektroauto fahren, ja? Ganz schlecht, sollten Sie sich also nochmal genau überlegen. Was war denn dein erstes Auto eigentlich? Was kauft man sich denn so als Einstieg? Ich möchte jetzt wieder keine Werbung machen für irgendwelche Marken. Wieder ein ganz tolles Auto! Wieder nee, die Empfehlung. Es war ein asiatisches Auto, ohne jetzt Marken zu nennen. Na sag doch mal. Es war ein Honda Civic, den ich mir gekauft habe. Und wir sind halt zusammengezogen vor anderthalb Jahren. Und dann hat sich halt die Frage gestellt, wir sind halt in die Innenstadt gezogen. Ich habe vorher am Rand gewohnt. Und dann hat sich halt die Frage gestellt, brauchen wir das Ding eigentlich noch? Das stand eigentlich, also jedes Auto steht ja eigentlich fast 23 Stunden am Tag nur rum. Also ist Carsharing da eigentlich eine ganz gute Alternative. Und dann habe ich mich gefragt, muss das eigentlich 23 Stunden rumstehen? Dann hat dann teilweise sogar 24 Stunden, 6 Tage die Woche rumgestanden, das Auto. Ich habe es eigentlich nicht gebraucht. Und dann dachte ich mir, okay, das kostet nur Geld, das kostet Versicherungen, das kostet Steuern. Ich brauche das nicht mehr. Ich verkaufe das. Und wie eben gesagt, wir kommen jederzeit an ein Auto ran. Oder zur Not, wenn das gar nicht geht, meldet man sich bei einem Carsharing-Anbieter an und kann das nutzen. Oder mietet sich eins? Also das ist doch das, was ich glaube. Ich glaube, wir werden das gar nicht erleben, dass die Leute alle Elektroautos haben, sondern ich glaube, das Elektroauto ist ideal für Carsharing, weil man wirklich die Distanzen fahren kann, abstellen, aufladen, nimmt sich notfalls das nächste Auto. Ich sehe das gar nicht mehr, dass alle Leute sich Elektroautos kaufen. Ja, das sehe ich auch so. Also dieser Individualverkehr, den jeder möchte, also wir sehen das ja hier draußen, stehen überall Autos rum, das ist alles zugeparkt, man findet ab 20 Uhr keinen Parkplatz mehr. Ich glaube auch, dass Carsharing die Zukunft ist mit Elektroautos. Das sehe ich genauso wie du. Gut, was kriegen wir als nächstes Film von euch? Ihr habt schon was geplant, ne? Als nächstes wird es wahrscheinlich ein Filmchen aus den Niederlanden geben. Ich will da noch nicht so viel verraten. Es wird sehr spannend. Es geht um Photovoltaik und wie das Ganze in den Niederlanden funktioniert. Und der übernächste Film könnte dann ein Tesla-Film werden. Und danach vielleicht aus Hawaii. Aus Hawaii. Ja, den CO2-Ausstoß werden wir euch verbieten. Das haben wir schon gesehen. Da war schon in den USA. Wir haben das mal gegengerechnet, ja. Wir haben das mal gegengerechnet. Katharina, die isst ja kein Fleisch. Und dann haben wir mal gegengerechnet, wie viel Kilogramm Rind man denn vertilgen müsste, um einen Flug, glaube ich, nach Japan haben wir ausgerechnet, ne? Nach Hawaii hattest du ausgerechnet. Ach so, das war Hawaii. Und ich glaube, das waren 8 Kilo oder so, ne? Ja, oder 35 Kilo deutsches Rind und 18 Kilo mexikanisches Rind, weil das irgendwie mehr verursacht, weil da ja so wenig Wasser ist. Das also nochmal, wie viel war das nochmal? Ich glaube, 18 Kilo argentinisches oder mexikanisches Rindfleisch muss man essen, um dann einen Flug nach Hawaii, also denselben CO2-Ausstoß zu haben wie einen Flug nach Hawaii. 18 Kilo einsparen. Und jeder Deutsche isst im Schnitt, ich weiß nicht, 80 Kilo Fleisch im Jahr oder so und davon sind über 30 Kilo Rindfleisch. Also Katharina hat das locker raus. Gut, aber was machen die Fleisch essen und gar nicht nach Hawaii wollen? Also das ist natürlich... Gut, das werden wir heute nicht mehr klären. So, also jedenfalls ein tolles Thema und vielen Dank, dass ihr das gedreht habt und uns zur Verfügung gestellt habt. Danke an Kata und Raimund. Gerne. So, also. Sie haben den Tipp gehört, wenn auch Sie an der Ampel in den Sitz gepresst werden wollen und 50 Stundenkilometer durch die Stadt fahren wollen und den Porsche abziehen wollen, dann probieren Sie es aus, mit dem Elektroauto mal zu fahren. Und jetzt, klar, gleich wird er überziehen. Jetzt kommt er, unser Energieeffizienzoffizier Bert Schliemann. Wir haben noch einen Spezialgast da, Karen Persson. Herzlich willkommen im Studio. Guten Abend. So. Kennen Sie sie? Sehr gut aus der Kochsendung. Wieder 100 Punkte gemacht.
Sperr. Sie sind ein wichtiger, lieber vielen Zuschauern in Erinnerung gebliebener Studiogast. Und heute wollen wir mal fragen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Bert, bitte. Genau, wir hatten ja, das war die 41. Sendung, das Thema Mikrowelle behandelt. Karin war schon hier und sie hat uns damals ihr tolles Geschirr für die Mikrowelle vorgestellt. Und vielleicht schauen wir mal für die Leute, die es nicht gesehen haben, die Sendung kurz rein, wenn die Technik mal ein kurzes Stück einblenden. Karin, wir haben einen Anschlag auf dich vor. Weil, was soll ich denn kochen? Ja, nee, wir brauchen natürlich jetzt auch jemanden, der für uns das Gerät in der Praxis testet. Und da du so eine alte Mikrowelle hast zu Hause, haben Frank und ich jetzt beschlossen, dass du dieses neue Gerät mit nach Hause nimmst, von uns geschenkt bekommst und es einfach mal ausprobierst, gegen deine alte Mikrowelle austauschst. Und, wow. Ja, echt? Könnte man machen, ja. Du, Bert, damals warst du noch jünger und hübscher, ja? Hast die Haare länger getragen, bist gealtert in der Zeit. So. Und die Anmoderation war natürlich völlig falsch, für die, die es nicht gesehen haben, ja? Die Leute kennen das natürlich, also du musst sagen, ich muss davon ausgehen, okay. Für die, die das inzwischen vergessen haben, ja? Was schätzt du, wie viele Monate es her ist, Frank? Also ich war heute überrascht, als ich nachgeschaut habe. 4 Monate? Boah, du hast nachgeguckt, gibst du. Stimmt das? Ja, es waren genau 4 Monate, also Frank hat recht, super. Das Gerät, um das es geht, was wir der Karin damals mitgegeben hatten zum Testen, wenn die Technik nochmal das Foto 1 zeigen kann, das war ein Kombinationsgerät aus Mikrowelle, Umluft und Grill, also solche Kombigeräte, die alles in einem vereinen, die wollten wir halt auch mal testen und haben dann natürlich Karin dafür missbraucht. Und Karin hat das Gerät jetzt 4 Monate im Test. Karin, würdest du es gegen deine alte Mikrowelle wieder zurücktauschen? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, also hast du nicht bereut? Nee, es ist total gut. Okay, also unsere Hoffnung war ja gewesen, dass es komplett den Ofen ersetzt für den kleineren Haushalt oder für 2 Gerichte oder du hast 2 Kinder. Hat es ausgerechnet? Wir haben ja ein Gerät genommen mit einem großen Garraum. Kannst du sagen? Also für eine ganze Familie reicht es nicht. Ja, ist, glaube ich, zu klein. Wenn man eine Pizza passt, eben nur eine rein und nicht 2 oder 3 wie ein Ofen. Was haben Sie denn mit dem Gerät gemacht? Haben Sie was anders gemacht als mit der anderen Mikrowelle? Weil da ist ja diese Backgeschichte noch mit drin gewesen. Na, ich habe einfach mehr mitgemacht. Ich habe auch Brötchen aufgebacken, ich habe auch Pizza gemacht, ich habe Pommes frites gemacht für die Kinder und so. Und ich habe einfach den Ofen viel weniger benutzt. Kuchenbacken habe ich noch nicht probiert. Okay, und hat das Backen funktioniert? Wir haben die Brötchen nicht so richtig hingekriegt hier. Ja, das lag einfach daran, dass wir das vorher nicht angeguckt haben, wie es genau funktioniert. Aber es kommt gut, funktioniert gut. Sie meinten, Bert hat das falsch gemacht. Ich habe mich nicht richtig vorbereitet. Das war ja klar, nicht? Genau. Ja. Oh, das war ja diese furchtbare Teleshopping-Sendung, ja, wo wir die ganze Zeit dieses Gerät gepriesen haben. Das war noch aus Berts schlimmster Gerätezeit, wo die Zuschauer hinterher nach der Sendung jedes Mal pleite waren, um Geld zu sparen. Ja? Das ist aber auch eine meiner Lieblingsstellen, wie du den Edelstahl des Gerätes hervorrufst. Habe ich mir öfters angeguckt, Frank. Aber was du nicht weißt, Frank, der Herd von Karin ist zwischendurch mal ausgefallen, komplett, also ging gar nicht mehr einzuschalten, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Und Karin war gezwungen, wie lange? Nur mit der 2 Wochen, glaube ich, fast. 2 Wochen, okay. Also in 2 Wochen stand ihr der Herd überhaupt nicht zur Verfügung. Da hatte sie zum Glück unser Kombo-Gerät. War es ein vollwertiger Ersatz? Also bist du damit gut um die Runden gekommen? Ja, hättest du es noch länger ohne Herd ausgehalten? Oder? Nein, nicht wirklich, weil Kuchenbacken habe ich noch nicht probiert. Weiß ich nicht, ob es funktionieren würde, aber okay. Eigentlich war es gut. War es gut. Also ich denke, für einen 1- oder 2-Personen-Haushalt geht es vielleicht. Aber für eine Familie, glaube ich, reicht es nicht aus. Was konnten Sie jetzt mal abgesehen vom Kuchenbacken mit dem Gerät nicht machen, wo Sie sonst Ihren Herd eingesetzt haben? Na, einen Braten zum Beispiel machen oder einen Auflauf in einer großen Form geht nicht. Mhm. Weil dazu ist es immer noch zu klein. Mhm, okay. Konnte man denn überhaupt, das ist ja auch eine, hat ja auch so ein kleines Volumen, kann man die Mengen dann überhaupt zubereiten? Wenn ich koche, sind ja immer bei mir alle Töpfe voll und so weiter. Das geht ja mit so einem Gerät gar nicht. Naja, ich muss schon den Herd benutzen, aber den Ofen habe ich nicht benutzt. Okay, gut. Was mich jetzt vielleicht noch interessiert, das Tolle waren ja auch die Kombo-Programme, von denen ich mir so viel erhofft habe. Also man beginnt mit der Mikrowelle, spart dann Zeit die und Kombo-Programme, setzt dann... Die Kombo-Programme, von denen ich mir so viel erhofft habe. Ja, also muss gerade... Muss ich mir die Zunge zergehen lassen. Was waren denn das für Kombo-Programme? Zum Thema, wie ich gerade sagte, also man beginnt mit der Mikrowelle, um sehr schnell zu erhitzen und benutzt dann die Umluft. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Kombo-Programm? Hast du sie benutzt? Praktisch erstmal. Habe ich benutzt, aber da sind auch schon welche eingespeichert, also da hättest du dir nicht so viel Mühe machen müssen. Das hätte auch ich gekonnt, ja? Ja. Okay. Das spart schon Zeit, weil es schneller geht einfach, weil es schneller geht als nur im Ofen und weil es natürlich besser ist als nur Mikrowelle.
Okay, gibt es was Negatives? Hat dir irgendwas nicht gefallen vom Gerät, was du unseren Zuschauern sagen willst? Dass immer die Fingerabdrücke meines Sohnes drauf sind. Oh ja. Das stimmt, die Geräte sehen gut aus, Edelstahl- aber diese Edelstahl-Geschichte ist eigentlich Käse, das stimmt. Ja, ist eine verspiegelte Oberfläche in dem Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass man da die Fingerabdrücke besonders gut drauf sieht. Das ist auch immer Franks Befürchtung gewesen, als wir die Kühlschränke vorgestellt haben, die neuen, dass die so in so einem Metallic-Look sind. Aber da gibt es mittlerweile ja auch schon von den Herstellern Geräte, die so ein Anti-Fingerprinting, heißt das, drauf haben, wo kein Fingerabdruck dann mehr zu sehen ist. Also die haben sich da schon den Nöten der Leute angepasst, die dann keine Lust hatten, immer so ein Gerät wieder putzen zu müssen. Aber das war das Einzige, was dich jetzt so... Also mir ist mir noch nicht aufgefallen. Okay. Ja, Frau Parson, toll. Nee. Wer hat denn Ihren Herd repariert? Herr Schliemann. Also Bert Schliemann als Energieeffizienz. Liebe Zuschauer zu Hause, sollte Ihr Herd kaputt sein, Bert Schliemann kommt gerne vorbei, macht Energieeffizienzberatung, schliemann@newslab.de. Wir blenden das gerne noch ein. Das sind ungeahnte Talente. Herr Schliemann kommt, macht Energieeffizienzberatung, repariert Ihren Herd. Und wofür Sie sonst noch einsetzen können, probieren Sie es zu Hause aus und berichten Sie uns, Bert. Nee, also wenn ein Herd kaputt geht, sollte man einen Fachmann holen. In dem Fall war es nur... Aber wieso bist du da hin und hast den Herd repariert? Das war ein elektronisches Problem. Ja, Frau Parson ist ja auch eine Kundin von mir. Und ich habe auch nachgefragt, wie sieht es mit der Testzeit aus? 4 Monate sind rum und da sind wir auf das Thema Herd gekommen. Und Da haben Sie gesagt, der Herd ist kaputt und dann sagt Schliemann, ich komme vorbei. Fänden Sie es nicht komisch, wenn Sie so einen Vorschlag bekommen? Sagen Sie doch mal, was haben Sie da gedacht? Waren Sie irritiert, oder? Nicht wirklich. Nein? Das ist Kundenfreundlichkeit, oder? Kann man so werten, ja. Tja, Frank, okay. Da kommst du jetzt nicht weiter. Ich frage jetzt nicht weiter. Gut, Bert. Ja, freut mich, dass der Test dann sozusagen erfolgreich war und wir ein Produkt vorgestellt haben, was sich dann auch in der Praxis bewährt hat. Frank, eins möchte ich auf jeden Fall noch sagen, fällt mir gerade ein. Simon hat vorhin so geschimpft über meinen Sparduschkopf. Vielleicht sagst du ja nicht immer Sparduschkopf, sag einfach Multifunktionskopf. Das klingt nicht so spartanisch und so sparsam. Ich kann auch Käse-Schreckenskopf sagen. Nein, ich muss Simon widersprechen. Der Wasserdruck, der ist bei einem richtig eingestellten Multifunktionskopf fast genauso stark, weil die Düsen einfach kleiner sind und der Wasserdruck baut sich genauso auf. Also das Argument von Simon können wir nicht so stehen lassen, dass man dann einen spärlichen Wasserfluss hat. Also ich kann auch Fitnesskopf dazu sagen, weil bei 1,5 Liter muss man sich so viel unterm Duschkopf bewegen, damit man überhaupt einen Tropfen abbekommt. Katha. Ich möchte mal noch was zu dem Duschsparkopf sagen. Also bei uns war das so, dass der Druck so gering war und der Duschkopf hat so eine Lufteindüsung. Und dadurch haben wir jetzt mehr Wasserdruck als vorher. Also kann auch gut sein, so ein Sparkopf. Ja? Aber also, was für einen Sparkopf hast du genommen? Diesen Schrottkopf von Bert oder welchen jetzt? Ne, aus dem Baumarkt hat Raimund gekauft. Ach so. Der ist von Hans Grohe, kann ich empfehlen. Und außerdem, wir haben einen Durcht-Erhitzer und durch den Durcht-Erhitzer muss eine Mindestdurchflussmenge fließen, ja. Sonst wird das Wasser nicht warm. Und wenn wir da 1,5 Liter oder was du hast verwenden, dann würde das nicht funktionieren. Wenn wir immer kalt duschen, würde natürlich noch mehr sparen, weil wir gar kein Wasser, gar keinen Strom brauchen. Kalt duschen mit Berts 1,5-Liter-Kopf, ja? Damit kann ich mal... Die Leute hier drum denken ja schon, dass wir eine Sekte hier drin sind, ja? Wenn wir jetzt raussenden, dass wir 1,5 Liter und kalt duschen, also das ist ja wirklich. Und dann in den Sitz reingedrückt werden und auf 50 Stundenkilometer beschleunigen, ja? Das, beim Duschen. Nee, also Raimund sagt da genau das Richtige. Wir hatten ja eine komplette Sendung dazu gemacht, haben einfach mal die Duschsysteme verglichen, um das zu zeigen. Und man ist nach unten begrenzt. Wir müssen das wiederholen. Nein, also man ist nach unten begrenzt in dem Sparvermögen. Also der Spitzenwert von 1,3 Liter, damit kann man natürlich keinen Durchlauferhitzer betreiben, der springt da nicht an, hat Raimund recht. Also das gilt dann nur, wenn jemand eine Warmwasseruhr hat. Der kann mit 1,3 Liter duschen oder einen zentralen warmen Wasserbehälter. Okay, Frank, ja, ich habe sensationell überzogen, sehe ich schon wieder. Ja, aber wir haben noch das Thema Pyrolyse angekündigt. Pyrolyse, okay. Ich glaube, wir sollten dazu noch... Haben Sie von Pyrolyse schon mal was gehört? Nee, ist mir unbekannt. Sagt Ihnen gar, mir sagt das auch gar nichts. Das hat aber mit Dialyse nichts zu tun. Nein, hat mit Dialyse nichts zu tun. Wer kennt denn von Ihnen Pyrolyse? Bitte, gehen wir mal. Okay, wer kennt? Okay, gib mal das Mikro hier zum Herrn nach hinten. Pyrolyse? Was ist Pyrolyse? Bitte schön. Das ist ein Programm, mit dem man die bösen kleinen Kohle,
Rückstände kaputt machen kann und zersprengen kann. Hat er recht? Pyrolyse, also die Hersteller benutzen es halt für eine Zusatzfunktion vom Herd. Pyrolyse okay. gibt's, kann man auch im chemischen Bereich finden, aber wir reden jetzt von der Küche. Wir kochen. Wer kennt Pyrolyse im Kochbereich? Lösung, eine Feuer- oder Hitzelösung, also ein Entfernen der Schmutzstoffe durch entsprechend hohe Energiezufuhr. Woher wissen Sie sowas? Drei griechische Vokabeln, Pyrolyse. Also. Oh, jetzt sagen Sie, Sie können Griechisch. Griechisch ist ja ganz unmodern seit der Bankenkrise geworden. Warum haben Sie Griechisch gelernt? Nein, das habe ich mir gespart. Gespart? Also nicht wirklich Griechisch gelernt, nur so die wichtigsten Ach so. Okay. Vokabeln für den Alltag. Okay, Raimund, du weißt, man nennt ihn ja auch The Brain. Du weißt, was Pyrolyse ist? Also ich glaube, das ist, da werden quasi, also das wird so heiß erhitzt, dass die Kohlenstoffverbindungen da aufgeknackt werden und quasi, ja, es wird Asche draus, ja, es verbrennt quasi ohne Feuer, also wie der Herr hinter mir schon gesagt hat. Das ist eine Diättechnologie, ihre Speisen so drauf, ja, es wird so weit erhitzt, dass nur noch Kohlenstoff rauskommt, sie können nichts mehr essen und können abnehmen, das ist so ein Herz, sollte ich mir mal besorgen, Bernd. Nee, also ich glaube, wir müssen Franks Fantasie da jetzt ein bisschen ausbremsen. Na, war auch alles falsch, ja. Es ist eigentlich ganz nüchtern. Vielleicht noch mal kurz auszuholen da ein bisschen, wir hatten in einer der letzten Sendungen die verschiedenen Herde miteinander verglichen und ich hatte es damals versäumt, auf den Kostenunterschied einzugehen zwischen einem Ceran-Kochfeld, wie auf Foto 2 zu sehen, und einem Induktionskochfeld auf Foto 3, wenn die Technik es vielleicht nochmal einblenden kann jetzt. Ich habe mich zum Thema Kostenunterschied zwischen den beiden Systemen nochmal im Elektrofachhandel beraten lassen und musste feststellen, dass es mittlerweile fast gar keinen Preisunterschied mehr zwischen diesen beiden Systemen gibt. Von daher bekommt natürlich das Induktionskochfeld mit seinen schnellen Reaktionszeiten, Frank hat es schon erwähnt, es kocht sich damit bei ihm zu Hause fast so schnell wie mit Gas oder genauso schnell. Und die große Energieersparnis, Herr Laudelei hat uns erzählt, dass er war ja schon mehrfach bei uns im Warroom hier auf der Bühne, der Herr Laudelei, dass bei ihm beeindruckende 50% Energieersparnis in der Küche stattgefunden haben, nur beim Kochen. Und seine Frau kocht wirklich sehr viel. Durch die direkte Erhitzung des Kochgutes mittels Induktion bekommt also eindeutig unseren Spartipp als sparsamstes System. Und den sehr effizienten Wasserkocher können wir hier empfehlen, wenn man nach dem Erhitzen des Wassers nicht weiter kochen will. Da hat der Wasserkocher halt die Nase vorn. Aber die Verkäuferin im Elektrofachhandel sagte mir, damals, dass der Preisunterschied beim Herd mittlerweile in der Ausstattung des darunterliegenden Backofens begründet ist. Also es kommt gar nicht mehr darauf an, ob ich ein Ceran- oder Induktionsfeld oben drauf habe, das kann ich wählen. Aber wenn der Backofen darunter zum Beispiel mit einer Selbstreinigung, auch Pyrolyse genannt, Frank, ausgestattet ist, wird er ca. 200 € teurer sein. Und genau zu diesem Thema Selbstreinigung hat uns Frau Holsch aus Jena geschrieben und sie schrieb: Hallo Herr Schliemann, ich habe einen Backofen mit Selbstreinigung. Sollte man in Bezug auf Energieeffizienz diese auch benutzen? Frau Holsch, jeder von uns, der schon mal einen richtig schmutzig fertigen Backofen mit der Hand gereinigt hat, der weiß, was das für eine mühselige, aufwendige Arbeit ist. Das war ja nicht die Frage. Ja, ja, aber das muss man dazu sagen. Und dazu, dazu kommen dann die Kosten für den Backofenreiniger. Ich habe mal nachgeschaut, 9 € werden für eine 500 Milliliter Flasche hier fällig. Und das geht auch ganz schön viel bei so einem ganzen Innenraum von der Flasche dabei. Verbraucht man dabei. Und wenn man dagegen die Selbstreinigung stellt, dann wird im Innenraum des Ofens mit Strom und bei wirklich hohen Temperaturen der Ofen vollautomatisch gereinigt. Er wird praktisch ausgebrannt bei diesen hohen Temperaturen und am Ende muss man nur die Asche, die sich am Boden bildet, mit Besen und Schaufel rausfegen. Das heißt, es ist ein minimaler Arbeitsaufwand und je nach Ofenmodell fallen dabei 3 bis 4 Kilowattstunden Strom an. Das heißt, wenn wir es umrechnen, das ist circa 1 €, den ich bezahle. Demgegenüber stand unser Reinigungsmittel und die wirklich anstrengende Arbeit. Also bei der reinen Kostenrechnung hat schon mal die Pyrolyse die Nase vorne. Und beim Komfort sowieso, also statt Schrubberei einfach mal auf den Knopf drücken, ist schon wesentlich komfortabler. Aber Frau Holsch, es gibt noch einen wesentlichen Vorteil. Einen ganz anderen großen Vorteil, den Ihr Backofenmodell mit Pyrolyse hat. Stellen Sie sich vor,
jemand würde einen schlecht isolierten Ofen bei diesen hohen Temperaturen betreiben und ihn dann berühren, das wäre eine Katastrophe. Und deswegen sind die Hersteller solcher Öfen angehalten, diese besonders gut zu isolieren. Also ein Backofen mit Pyrolyse ist hervorragend isoliert. Das heißt aber auch, dass immer wenn Sie in Ihrem Ofen mit Pyrolysefunktion backen, abgesehen, ob Sie die jetzt benutzen oder nicht, sparen Sie bei jedem Backvorgang gegenüber einem normalen Ofen eine nicht unbedeutende Menge Energie durch die sehr gute Isolierung. Das heißt also, Frau Holsch, Glückwunsch zum sparsamen Ofen, den Sie hier gewählt haben. Und mein Tipp ist, sparen Sie sich den teuren Ofenreiniger und benutzen Sie die Pyrolyse in dem Fall und die Selbstreinigung, aber nicht zu häufig. Und alle Zuschauer, die sich mit dem Gedanken tragen, sich einen neuen Ofen zu kaufen, den kann ich halt auch die Pyrolysefunktion empfehlen, da durch diese besondere Isolation hier kaum noch Umgebungsverluste auftreten. Also da habe ich mit. Wie machen Sie Ihren Ofen sauber? Schrubben. Schrubben mit Backofenreiniger? Ich habe da jetzt so eine tolle Mikrowelle, ich muss nicht mehr so oft sauber machen. Ich meine, wenn Herr Schliemann schon kommt, um den Ofen zu reparieren, dann können Sie ihn auch einladen, den Ofen sauber zu machen. Sie haben ja von Kundenservice schon geredet, oder? Ja? Sollten Sie einen dreckigen Backofen haben, liebe Zuschauer? Schliemann@newslab.de inklusive Energieeffizienzberatung. Habe ich das gut gemacht, Bert? Hast du sehr gut gemacht, Frank. Okay, lass uns noch eine Zuschauerfrage machen und dann machen wir den Sack für heute zu. Eine, also ja? Okay. Ja, Frank, hat ja mal gleich ganze Bücher mit. Ja, also ich würde die Zuschauerfrage, die ich jetzt noch habe, vielleicht auf die nächste Sendung schreiben, weil das okay. Ist noch eine Viertelstunde. Ich kann vielleicht noch einen Tipp geben, den ich noch mitgebracht habe. Der kommt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Die Georg-Schlesinger-Schule in Berlin-Reinickendorf in der Kühleweinstraße Nummer 5 bietet jetzt ein Umweltabitur an. Also Schüler und Schülerinnen mit Interesse an Umweltthemen haben hier die Möglichkeit, mit diesem Schwerpunkt nach 3 Jahren ihr Abitur abzulegen. Umweltökonomie, Umwelttechnik, Umweltschutz und auch Mobilitätskonzepte bilden halt hier die inhaltliche Ausrichtung und nach einer Einführungsphase können diese Themen auch als Leistungskurs fortgesetzt werden. Informationen und Anmeldungen gibt es unter www.gs-schule.de, also gs-schule.de oder Telefon 030 für Berlin. 4979060. Und hier wird, wie ich finde, halt eine tolle Möglichkeit angeboten, dass man sich schon während des Abiturs intensiv mit der Umweltthematik auseinandersetzt und sich unsere zukünftigen Energiewende-Befürworter können sich dann hier halt das notwendige Wissen schon während der Schulzeit aneignen. Finde ich eine tolle Sache. Sollten Sie Schwierigkeiten haben? Sollten Sie Schwierigkeiten haben mit dem Aufnahmeformular, wenden Sie sich an Bert Schliemann. Er hilft. Schauen Sie mal, er kommt nach Hause, macht das Formular, schrubbt in den Ofen, ja? Macht Energieeffizienzbar. Der Mann ist unverzichtbar auf alle Fälle. Okay, alles klar. Ja, dann Pyrolyseofen haben Sie mitbekommen. Das nächste Mal, Herr Schliemann hat bestimmt den entsprechenden Gerätetipp. Dann erstmal vielen Dank an Sie beide. Herzlichen Dank. So, und jetzt haben wir leider einen ganz traurigen Moment in unserer Sendung. Es ist die 57. Sendung und es gibt hier in dem Studio mit 22 Plätzen nur 2 Plätze, die fest vergeben sind. Und das sind die Plätze an unsere Familie Erdmann. Familie Erdmann zieht nach Minden und das ist die letzte Sendung, bei der Familie Erdmann dabei sind. Und wir sind unendlich traurig, dass sie uns auf alle Fälle verlassen. Wir wissen gar nicht, wie wir ohne sie senden wollen. Wir werden uns jetzt überlegen, ob wir ganz aufhören. Das werden Sie ja merken, ob noch eine Sendung kommt. Auf alle Fälle habe ich hier für Sie, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so treu und so intensiv immer zugeschaut haben. Sie sind die eigentlichen Stars unserer Sendung. Vielen Dank, dass Sie immer dabei waren, liebe Familie Erdmann. Oh, Dankeschön. Herr Schliemann, wir bekommen auch Geschenke. Herzlichen Dank und wir haben auch 2 Geschenke an Sie beide. Familie Erdmann, seien Sie doch mal ganz ehrlich, Sie haben ja wirklich mindestens, ich glaube, Sie waren höchstens 2 Sendungen nicht dabei. Ne? Einmal haben wir verschlafen, Ihnen den Termin zu sagen. Sonst waren Sie immer dabei. Ja. Hängt Ihnen das Thema Energiewende nicht zum Halse raus? Na, wir wohnen hier neben Ihnen. Ach, Sie sagen, Sie sind so lauter, es ist Ihnen egal, ob Sie hier sitzen oder zu Hause oder wie. Und es hat uns gut gefallen.
Also nicht nur die Energiewende, sondern auch, wie Sie das gemacht haben. Ich glaube, Ihnen gefällt in der Sendung so ein bisschen dieser, wie soll man sagen, wir haben ja so ein bisschen anarchistischen Charakter. Das passt, ja, glaube ich, ganz gut, genau, zu Ihnen, oder? Genau. Ja, sich damit nicht damit abfinden. Anarchistische und humoristische. So. Ja. Und wir wollen die natürlich auch animieren, dass sie demnächst in Minden auch senden. Ja, von Ihnen zu Hause. Aber das, sie haben ja keinen Platz. Das sie haben ist der die Plan, Glühlampen, ja, umzulegen, ja. Wir machen dann auf jeden Fall noch zwei auch einen Bericht. Geschenkt. Nein! Oh, tatsächlich! Der Wahnsinn! Moment. Das holen wir gleich raus. Bevor ich die raushole, eine Frage. Wir haben Sie irgendwas? Jetzt müssen Sie ganz tapfer sein. Jetzt müssen Sie, Bert, du musst ganz tapfer und ganz stark sein. Haben Sie irgendwas von Berts Tipps mal umgesetzt? Haben Sie irgendwas umgesetzt, ja, aus, klar, der Sendung? Natürlich. Ja, sicher. Wissen Sie gar nicht genau, ne? Doch, doch. Wir haben ja vor, unseren Kühlschrank zu entsorgen, ne? Und demnächst einen neuen zu kaufen in Minden. Ne? Also jetzt haben wir den alten noch lange in Betrieb, das zum Beispiel. Ne? A3 Plus, genau. Frau Erdmann, Sie sagen ja sicher, Sie haben was umgesetzt. Was haben Sie denn umgesetzt? Ja, und die Wasserversorgung, ne? Die Heißwasserversorgung. Und was Sie ganz vergessen haben, Sie sind jetzt rein 100% regenerativ versorgt. Sie, ja, sind weggegangen von Braunkohle und Atommix. Wir werden uns natürlich auf dem Balkon diese Sonnenkollektoren stellen mit Batterie. Okay. Und das heiße Wasser ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht genau wie, aber jedenfalls nach Herrn Schliemann. Durchlauferhitze haben Sie auch einen voll elektronischen, also hatte ich ja mit Ihrem Mann schon besprochen. Ja. Einen geregelten Durchlauferhitzer natürlich, ne? Ja, ja. Und wir haben schon immer diese Absperrgeschichten gehabt, schon vorher. Also ich komme dann natürlich auf jeden Fall vorbei und kontrolliere den Duschbar, also den Ja, wir wollen uns auch mit dem Kühlschrank noch beraten lassen von Herrn Schliemann. Okay, aber Sie müssen zwischendurch... Haben wir schon diese Ausschalter haben wir schon immer von selber gehabt, ne? Diese Steckdosen da. Okay. Ja, die Steckdosen. Ja. Also Sie müssen auf alle Fälle ab und zu mal vorbeikommen. Ganz können wir auf Sie nicht verzichten. Mhm, machen das kommt wir auch. Überhaupt nicht in Frage. Das machen wir auf alle Fälle. Machen wir auch. Jetzt wenn wir mal auspacken, wenn was da Herrn, drin ist. Wenn wir bei Herrn Schliemann oder bei Ihnen übernachten können, so. Ja. Und jetzt, ich ahne es schon, das sind die mehrfach kritisierten Glühlampen von Familie. Ja. Oh, das sind ja richtig Osram Klarglas oder so. Die haben Sie wirklich in großen Mengen gekauft, ja? Ja. Aus Angst, die nicht mehr im Handel zu bekommen. Ja. Wir haben gedacht, wenn Sie irgendwie mit Ihrer Liebsten am Sonntagabend zusammensitzen und dann möchten mal ein wirklich schönes Licht haben, dann gönnen Sie sich doch mal diese Glühbirne. Sie sind immer noch nicht überzeugt. Sie sind immer noch nicht überzeugt. Haben Sie denn in Minden jetzt das alles ausgewechselt? In Minden ist noch nichts eingebaut. Schon wieder eine Ausrede, Bert. Frank, aber irgendwie ist meine viel kleiner. Du hast eine kleinere Lampe bekommen? Bert, das ist ja Symbolik, ja? Naja. Wer ist denn wichtiger für Familie Erdmann gewesen hier, ne? Ja, ich merke schon. Ja? Ja. Die müssen das so sehen, Herr Schliemann spart mehr. Ja. Ja. Also, nee, wie viel hat das? Wie viel hat das? Ich habe 60 Watt. Was hast ich habe 15 Watt. 15 Watt, ja, genau. Okay. Sparsam also, wir werden diese Lampe hier ausstellen, ja? Auf alle Fälle. Es ist wirklich schade, dass Sie nicht dabei sind. Und... ja, wir sind fast am Ende. Einige aufmerksame Zuschauer, die schon geschrieben haben, die gemeldet haben, die angerufen haben, denen kann ich heute sagen, und Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, die Rangabzeichen sind diesmal richtig rum auf meiner Uniform. Letztes Mal waren die Pfeile noch nach unten, jetzt sind sie nach oben, wir werden das noch besser anbringen. Wir sind auf alle Fälle militärisch schon korrekt rübergekommen. Nächste Woche senden wir vom Klimacamp in Hohenmölsen. Das ist tiefste Braunkohlenregion. Dort sollen neue Braunkohleflächen aufgemacht werden. Es sollen devastiert werden. Es sind gigantische Bilder, die wir für Sie haben. Und wir haben eine irre tolle Diskussion aufgenommen. Da ging es genau, brauchen wir Braunkohle nicht. Das können Sie nächste Woche sehen. Und übernächste Woche geht es um das Thema Kleinwindanlagen. Auch das Thema wird immer wieder angesprochen. Heute sind wir am Ende. Es war eine nette Sendung, obwohl wir traurig sind. Und wir hoffen, Familie Schliemann sehen wir bald wieder und Sie auch. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.